So, wir sind live. Wir sind live. So sieht's aus. Sehr schön. Du behältst den Chat ein bisschen im Auge, würde ich sagen. Ja, mal gucken, was sich tut. Noch sehe Jawohl. ich nichts. Gucken, das dauert wahrscheinlich am Anfang immer ein wenig, bis das auf YouTube angelaufen ist. Aber ich sehe Denke schon, auch, wir haben ja. schon Zuschauer. Okay. Hallo, Sehr Zuschauer. schön. Jawohl. Ach, guck Ah, mal, wer Tim, der. guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. So. Ach ja, ich glaube, das kann sein, dass das hier noch nicht online ist. Jetzt haben wir es. So, dann würde ich sagen, wir fangen an, Stefan. Also erstmal herzlich Ja. willkommen an alle, die hier so fleißig eingeschaltet haben. Mix Comic Archiv hat es erschafft. Der hat mir eben noch auf Instagram geschrieben, dass es eventuell eng wird, aber er hat es geschafft. Super, grüß dich. Hallo. So, für diejenigen, die den Stefan nicht kennen sollten, weil sie vielleicht den ersten Livestream nicht gesehen haben, der auf meinem Kanal auch live abzurufen oder online abzurufen ist, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal bitte kurz vor. Ja, erstmal hallo und auch dir nochmal lieben Dank, Frank, dass ich hier wieder dabei sein kann. Der sehr viel Spaß gemacht letztes Mal. Und ich bin ja der Stefan aus Zodaks Zeittresor, kleiner YouTube-Kanal. Gerne mal auschecken, wenn ihr euch für Vintage- und Retro-Toys interessiert. Ah, Dankeschön. Gerne doch. Und ja, ich mache so querbeet Schwerpunkt, muss man sagen, Masters noch, aber ich habe auch viele andere Themen auf dem Kanal, sei es jetzt irgendwie Ghostbusters oder Mask oder auch mal was zu Zurück in die Zukunft oder Knight Rider wird in Zukunft auch ein größeres Thema bei mir sein. Also querbeet, aber alles so ein bisschen in den 80ern verhaftet. Sehr schön. 80er, genau das Richtige. So, Bestes wir haben. Spielzeugjahrzehnt. Bitte? Bestes Spielzeugjahrzehnt. Wem sagst du das? So, wir haben heute ein Programm. Wir haben zwei Programmpunkte. Im ersten soll es um Rahmentoys gehen, weil da hast du mich das letzte Mal ganz schön angefixt. Habe ich vorher noch nicht gekannt, muss ich sagen. Ich habe da immer so ein paar Bilder online gesehen und dachte mir, das sind irgendwelche Customs. Nachdem du das gesagt hast, habe ich mich ein bisschen informiert und ich muss sagen, ich finde es total klasse. Das ist der erste Teil, über den wir sprechen wollen. Und im zweiten geht es dann darum, dass wir einfach mal ein bisschen die aktuellen Vintage-Preise, speziell im Mock, also im original verpackten Bereich, uns mal angucken und uns einfach mal darüber Gedanken machen, macht das alles noch Sinn oder wo geht diese Preisspirale denn hin? Das frage ich Ja. mich auch häufiger mal, ob das Ja, alles noch so richtig. Sinn macht. Guck mal, da kommt gerade eine Frage rein und möchtest du beantworten? Also ich bin auf jeden Fall dabei. Und ich auch. Also wir sehen uns da, wenn ihr vorbeikommt. Ich sage es immer wieder, wir kennen die meisten von euch nicht. Ihr kennt uns, weil ihr unsere hübschen Gesichter immer seht. Ja, dann sprecht uns einfach an, wenn ihr da seid. Ja, und dann haben wir einen netten Schwatz zusammen, trinken eine Cola, ein Bier oder was auch immer zusammen. Also nicht schüchtern sein, einfach ansprechen. Und ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt mit dem ersten Thema an. Ja, wie gesagt, Ja, sehr gerne. Rahmentoys. Ich bin ja ein riesen Marshall Bravestar-Fan. Und Genau, was soll ich das sagen? nächste Die, große Projekt, was Rahmentoys sich vorgenommen hat. ja, das habe ich dann gesehen und du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Danke nochmal dafür. Und Sehr gerne. es gibt, ich habe mich auch ein bisschen besser vorbereitet wie das letzte Mal. Letztes Mal hat es ja nicht so ganz gut geklappt beim ersten Mal, aber es war auch der erste Stream. Und ich blende jetzt mal was ein. Und zwar Oh, sehr gibt schön, es ja. nämlich den Marshall. Ja, es steht nicht Bravestar da, da kommen wir aber gleich noch drauf, sondern der heißt der Marshall, aber es ist Marshall Bravestar. Richtig Ja, schön auch und den Schriftzug adaptiert. ja, richtig. Und er sieht richtig, richtig toll aus. Und das Ja. Schöne ist, oder das Gute ist, dass diese Figur, das nächste Bild, demnächst vorzubestellen ist. Ja, und zwar direkt bei Rahmentoys als Early Bird im Juli für schlappe 70 Dollar, 69,95 US-Dollar. Ja, wenn ihr da bestellt, kommt natürlich Porto drauf, da kommt Zoll drauf, Einfuhrabgaben und der ganze Krempel. Ja, aber das Gute ist, ihr müsst eigentlich gar nicht im Ausland bestellen, sondern ihr könnt in Deutschland bestellen.
denn es gibt einen deutschen Shop, der Rahmentoys vertreibt, der auch den Bravestar, beziehungsweise den Marshall, muss ich ja sagen, zum Vorbestellen schon anbietet. Und was soll ich sagen? Wir haben sie hier im Livestream dabei. Ja, ich schalte jetzt dazu einmal den Dan und einmal den Tim. Grüß Gott. Hallo. Hallo zusammen. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Danke für eure Teilnahme hier. Dan und Tim, ihr seid, oder beziehungsweise ihr habt einen Online-Shop, ja, und der nennt sich Collector's Bay. Ja, und da bietet ihr den Marshall zum Vorbestellen an. Ja, das heißt, ihr seid offizieller Rahmentoys, wie sagt man das, Distributor in Deutschland, ist das korrekt? Das ist richtig. Das ist korrekt. Also vielleicht erstmal ganz kurz, weil ich gerade die Frage gesehen habe. Diana Rucola fragt ohne Hut. Nee, der kommt mit Hut. Ist nur auf den Bildern jetzt nicht drauf. Der hat einen ganz tollen Hut dabei. Genau, wir sind noch nicht als offizieller Partner gelistet bei Rahmentoy. Das haben sie irgendwie verhaspelt, weil wir haben schon einiges an Rahmentoy-Produkten im Shop gelistet, auch ein paar Sachen auch schon wirklich verkauft und ausgeliefert, was halt in letzter Zeit war. Wir haben nicht alles mitgenommen, weil Rahmentoy hat ja diverse Franchises, die sie besetzen, wobei einfach, da sind auch Sachen dabei, die sich in Deutschland einfach nicht gut verkaufen, weil sie in Deutschland nie wirklich gelaufen sind, ne? Stichwort Centurions. Und deswegen sind wir da ein bisschen selektiv, aber grundsätzlich sind wir direkt mit denen in Kontakt, kriegen auch das Zeug direkt von denen und der Marshall wird unter anderem auch mit dabei sein und ich freue mich auch ganz arg auf den, weil ich mag Bridge da auch sehr, sehr gerne und ich finde, die Figur sieht super aus und bin sehr, sehr gespannt, was der so kann. Okay, ich bin vor allen Dingen begeistert, als ich jetzt das erste Mal eben den Preis gesehen habe. Also ich muss sagen, 70 Dollar, Euro, da kann man wirklich nicht meckern. Also mit dem Zubehör, bei der Größe, mit dem Detailgrad, top. Ja, kommen wir gleich nochmal, ich habe noch ein paar Bilder parat, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Vielleicht ganz kurz, weil das habe ich jetzt im Eifer des Gefechts vergessen, für die, die euch nicht kennen sollten, ja, auf meinem Kanal. Vielleicht stellt ihr euch einfach noch mal kurz in ein, zwei Sätzen vor, wer ihr seid. Ja. Was ihr so macht, wissen wir jetzt. Ihr habt einen Online-Shop, aber vielleicht einfach ein, zwei kurze Sätze zu euch. Dann auch mal noch mal einen schönen guten Abend von mir. Ich bin Tim von Tim Case Nerdcrate. Auf dem Kanal gab es original mal Transformers und Mortal Kombat und von Storm Collectibles, Masters of Universe ist jetzt sehr stark vertreten und auch viele Bastelvideos. Die Transformers sind vor, ich glaube, circa einem Jahr etwas drüber rübergewandert auf einen neuen Kanal, und zwar die Nerdcrate 2, also youtube.com/thenerdcrate2, was ein kleines Wortspiel ist auf auch und eben auch 2. Und da findet ihr aber tatsächlich bei mir nicht großartig offizielle Transformers, sondern viel Third Party. Und da aber dann auch teilweise Streams und Basteleien, was so passt. Und das war es relativ fix auch schon meiner Seite. Ein kleines extra Feature ist bei mir noch, jede Figur, mehr oder weniger, wird auch noch bewertet von meiner kleinen Katze. Sehr schön. Also auf jeden Fall mal reingucken. Ja, klasse. Dankeschön. Danke. Genau, mein Name ist, also eigentlich Dennis. Das Den hat sich irgendwann mal eingebürgert. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo es herkam. Ich glaube, über den Facebook-Alias oder so. Und ich habe vor mittlerweile vier Jahren schon her Sentinel Bay Reviews gestartet. Das ist eigentlich ein reiner Transformers-Review-Kanal, der sowohl offizielle Figuren zeigt, als auch Third-Party-Figuren zeigt. Sowas wie Rahmentoy ist ja Third-Party. Ich denke mal, über den Begriff werden wir heute Abend noch ein paar Mal stolpern. Das ist sicherlich auch erklärungsbedürftig, weil das etwas ist, was in Deutschland noch nicht so sehr die Runde gemacht hat und auch noch nicht, ich sag mal, das gleiche Vertrauen genießt, wie es teilweise international der Fall ist. Nee. Und das war eigentlich so mein Einstieg. Und dann habe ich irgendwann vor mittlerweile 2,5 Jahren habe ich angefangen, meine alte Mask-Sammlung wieder aufzubauen. Und da ist es dann mit Rebuilding Mask so eine kleine Reihe entstanden, wo ich dann Konvolute gekauft habe und dann zusammengestückelt. Und plötzlich hatte ich dann für x Fahrzeuge richtige Restaurationsvideos am Start und so. Das hat so ein bisschen so ein Eigenleben gekriegt. Das war ganz cool. Und das sind eigentlich so meine beiden Hauptthemen. Und dann gucke ich auch mal links, gucke mal rechts. Und ja, das ist eigentlich so das, was ich so abdecke. Ich möchte ganz kurz mal einhaken hier an dieser Stelle.
Ich habe den Dan auch kennengelernt über diese Mask-Restaurationsvideos und muss sagen, das sind absolute Hammervideos. Also wenn ihr bespieltes Mask zu Hause habt, was irgendwie gelb ist, wo irgendein Action-Feature nicht mehr funktioniert oder irgendwas sonst nicht stimmt, schaut euch auf jeden Fall die Videos vom Dan an. Es gibt praktisch zu jedem Fahrzeug fast, gibt es schon was. Und es ist super, was man da lernt, auch über die Mechanik, wie das alles funktioniert, wie das zusammenhängt. Ich habe die so gesuchtet, diese Videos. Ich habe wirklich geliebt, die zu gucken und möchte die nochmal empfehlen, weil die sind ja auch immer aktuell. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Super spannend, weil der nimmt wirklich alles bis ins kleinste Teil, bis jede Feder auseinander. Und man kann sich da wirklich mal reinschauen, wie das eigentlich so alles funktioniert. Und ich möchte auch nochmal einen Tipp geben an alle, die Actionfiguren haben mit vielen Gelenken und keine Ahnung haben, wie sie die posen können, damit es einigermaßen cool aussieht. Schaut beim Tim vorbei. Der macht super Posing mit seinen Figuren, ganz, ganz großartig. Der bringt die Transformers zum Laufen. Die stehen auf einem Bein und es sieht grandios aus. Und das sehe ich halt immer wieder, dass die Leute einfach nichts mit den Gelenken anzufangen wissen. Und da kann ich den Tim auch wärmstens empfehlen. Also super, wie der seine Figuren post. Tim, auch an dieser Stelle nochmal großes Lob dafür, wie du das immer hinbekommst. Dankeschön, Wahnsinn. Dankeschön, Dankeschön. Ja, das geht auch so ein bisschen, das geht auch so ein bisschen rundherum. Also ich muss sagen, dass das Format von Dennis, was Mask angeht, das fehlt mir auch ein bisschen. Ich habe auch extrem viel geguckt. War faszinierend, was da teilweise in den Dingern abgeht und auch allein die ganze Geschichte mit dem Wasserstoffperoxid, das Ganze wieder weiß zu kriegen. Also Ja, Wahnsinn. man ist ja nicht, nur weil man selber YouTube macht, ist man ja irgendwie nicht mehr am Ende irgendwie Fan zu sein. Und da kommt noch was. Oh, das ist ein linker Manta. Das ist Manta, der liegt seit einem Jahr in dieser Tüte. Und wartet Aber auf wie seinen Einsatz. das echte Leben, echt. Das Schwierige ist, oder ich habe das Video ja schon gemacht, wo er zerlegt worden ist. Ich hoffe, ich habe das noch. Ich kann mich definitiv nicht mehr daran erinnern, wie das Ding zusammenzusetzen ist. Aber das war so das nächste Projekt. Aber du hast recht, gerade was du auch gesagt hast mit der Mechanik. Ne? Das ist so faszinierend, was die sich für einen cleveren Scheiß ausgedacht haben in den 80er Jahren. Mit ganz, ganz einfachen Mitteln total geile Sachen da gezaubert. Das ist für mich immer das große Überraschungsei, wenn ich so ein Ding aufmache. Ja, und das ist aber auch der Punkt, das deswegen, ist um den auch Satz noch, so. nur den Satz noch ins Netz zu bringen, man hört ja nicht auf, Fan zu sein. Und Ja, da bin ich genau. definitiv bei Dennis auch bei gewesen. Also der bringt schon einiges an Mechanik. Das ist, allein deswegen bin ich jetzt auch mal ein bisschen mehr am Schrauben. Nicht so viel, was er gemacht hat, aber man kriegt weniger Berührungsängste, was das angeht. Ja, weil man ja auch nie weiß, ist es verschraubt oder ist es doch verklebt, kriegt man es wirklich auseinander. Aber Ui. was ich noch mal kurz dazu sagen wollte, das war auch einer der Gründe, warum ich dachte, es wird nie neues Mask-Spielzeug geben, weil ich dachte, das wird jedem Hersteller einfach zu teuer sein, diese Mechaniken da reinzubauen. Ich dachte, wenn überhaupt, bekommen wir vielleicht mal so statuenartige Fahrzeuge, die dann irgendwie so verwandelt sind, einfach so zum Display, fürs Display zum Hinstellen. Aber ich finde das halt großartig, dass sich jetzt wirklich nochmal eine Firma der Sache angenommen hat und mit funktionierendem Action-Feature da arbeitet. Also da muss ich auch Rahmentoys großes Lob aussprechen, dass sie sich als so kleine Firma an so ein komplexes Spielzeug ranwagen. Schon Auf klar. jeden Fall. Ich bin ja, ich bin jetzt, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Mask-Sammler. Ich hatte früher den Condor gehabt, das war mein einziges Fahrzeug. Aber Immerhin. wenn ihr euch so gut damit auskennt, was ich als Unwissender, sage ich mal, nicht um die Fahrzeuge, sondern wenn es um die Figuren geht, ist ja das Aushärten von den Masken. Wenn ich Ja, das richtig. das ist eher so, ja. Okay, gibt es da irgendeinen Trick vielleicht oder irgendwas, außer mit Ballistol einzusprühen und keine Ahnung was? Nee, okay. Es gibt ganz, du kannst natürlich an, wenn du anfängst zu googeln, gibt es alle möglichen Tricks vom heißen Wasser über irgendwelche Öle, wo das Genau. Ding Ich dachte, ich habe einschmierst. jetzt den Fachmann sitzen, von daher. Der Fakt ist einfach, also zum einen, es gibt keine hundertprozentige Regel. Also es ist auffällig, dass gewisse Maskentypen eigentlich durch die Bank weg auch heute 35, 40 Jahre später noch fast immer weich sind. Und es gibt gewisse Masken, die sind immer knüppelhart, wenn sie überhaupt noch da sind. Es gibt natürlich ein paar Masken, die aus diesem goldenen Zeug gemacht sind. Das ist ja eh ein Riesenproblem bei Vintage-Zeug. Goldenes Plastik ist immer bruchanfällig. Ne? Aber es gibt also Masken, die generell einfach prädestiniert dafür sind, auszuhärten. Es geht dann einfach über die Zeit, geht der Weichmacher aus diesem Kunststoff raus. Das ist ja kein Genau. Gummi, sondern es ist weich gemachter Kunststoff. So, und der Weichmacher geht raus und wenn du nicht.
du müsstest schon sehr früh damit angefangen haben, wahrscheinlich die in irgendeiner Form zu behandeln und zu konservieren, um diesen Prozess noch aufzuhalten. Von daher kannst du da eigentlich nicht so richtig viel tun. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert, wie gesagt, mit heißem Wasser, mit Öl, mit Einreiben und so, um das halt irgendwie wieder weich zu machen. Das kann temporär mal funktionieren, das wird aber, dieser Effekt wird immer wieder verloren gehen. Also das Ding wird immer wieder in den harten Zustand zurückkehren. Das kann mal eine gute Möglichkeit sein, zum Beispiel, wenn du was Verformtes hast oder so. Machst du das heiß oder dann kannst du gucken, dass du vielleicht genug Flexibilität nochmal reinbekommst, um es in die richtige Position zu drehen und es dann in der Position wieder aushärten zu lassen. Das schon, aber viel weiter kommst du da in der Regel nicht. Was es aber mittlerweile gibt, sind saugute Repro-Masken, muss man auch anerkennend sagen. Ich meine, klar, Repro ist nicht original und ich persönlich bin auch kein Riesenverfechter von Repros, aber gerade bei so Dingen, ich meine, es gibt so Masken, ich hab selber auch live auf Videos gehabt, du nimmst die Maske in die Hand, drehst sie, in dem Moment, wo du sie drehst, bröselt sie dir einfach zu Staub. Und es muss halt einfach klar sein, es wird sicherlich nachher im Vintage-Blog auch nochmal kommen, jedes Vintage-Spielzeug, was kaputt geht, ist weg. Richtig. Ja. Und da wird auch keiner was nachproduzieren in irgendeiner Form. Eine Neuauflage von Mask von offizieller Seite halte ich für extrem unwahrscheinlich und deswegen sind so Repro-Masken, die sind halt dann entsprechend, vielleicht härten doch die irgendwann mal aus, kann natürlich auch sein, aber kann eine Alternative sein, um zumindest mal temporär eine Lücke zu stopfen. Also ich habe Mask komplett da stehen, bis auf zwei Masken, die Repro sind, die wahrscheinlich bis ins Ende aller Tage Repro sein werden, weil die Dinger kriegst du eigentlich nicht, also ich bezahle halt nicht 150 Euro für so einen Helm. Das ist vielleicht was für später. Schon dann. Heftig, ja, da sind wir wieder bei den Vintage-Toy Preisen im zweiten Teil, ja. Genau. Also was ich auf jeden Fall ganz kurz dazu bestätigen kann, also es ist ja manchmal das Problem, die Masken waren ja mal echt weich und wenn man die dann bei sich irgendwo in der Kiste liegen hat und vielleicht hat auf eine Maske irgendwas raufgedrückt und dann ist die so platt oder ist irgendwie verformt, wie Dan schon meinte, also da kann tatsächlich heißes Wasser helfen, habe ich selber die Erfahrung schon gemacht, da war bei mir bei einer Maske dieser Steg, der untere Steg so nach innen geklappt. Und die habe ich heiß und war auch ausgehärtet. Aber die habe ich heiß gemacht und dann ging der tatsächlich noch einmal zurückzubiegen, aber dann war auch Schluss. Also dann danach war sie dann auch wieder hart und da habe ich sie auch nicht mehr angefasst. Aber das kann tatsächlich mal helfen. Und sonst, wer sich für Repro-Masken interessiert, auf jeden Fall mal bei der Maskladen vorbeischauen vom André, der Shop. Der bietet zum Beispiel Repros an und die werden auch immer besser, muss man sagen. Man erkennt sie auf jeden Fall immer noch deutlich, weil sie auch nicht bemalt sind. Das ist auch ganz interessant. Sondern die sind aus verschiedenen Materialien, verschiedenen farbigen Materialien dann so zusammengesetzt, dass sie bunt sind, aber sie sind eben nicht bemalt. Also man kann das 100% als Repro erkennen, aber es kann eine schöne Alternative sein, wie Dan schon sagt, wenn man einfach nicht bereit ist, da irgendwie 100 und mehr für eine Maske auszugeben. Ja, vor allem dieser Warmwassertrick, der funktioniert vor allem heute nicht nur dabei, der ist bei vielen Gelenkproblemen halt wirklich auch eine gute Sache. Vor allem Necker hat sehr lange Probleme gehabt mit extrem, also ich sag mal, dicht gekleisterten Gelenken, wo die Farbe halt drin war und da hat man halt, anstatt dass man gedacht hat, okay, ist ja nur Farbe, breche ich irgendwie auf, stattdessen mal das Gelenk durch, lieber mal eben kurz einen Moment in warmes Wasser. Das rettet dann schon Figurenleben. Okay. Genau, es ist immer die Frage, was zuerst nachgibt, der Stift oder das Gelenk an sich. Oft ist es dann der Stift, dann ist das Bein ab. Was kam zuerst, der Stift oder das Gelenk? Ja, aber gehen wir mal zurück zum aktuellen. Vintage kommt dann gleich. Genau. Der Marshall. Ich habe jetzt hier nochmal ein schönes Bild, weil es eben hieß, kommt er mit oder ohne Hut. Ein schönes Bild. Und der kommt sogar mit einem Umhang. Das hat mich halt auch schon. Den finde ich mega geil. Der hat richtig Charme, der Umhang. Ja, das sieht auch richtig cool aus, ja. Also wisst ihr vielleicht mehr, weil ich hatte eben das Bild eingeblendet mit der Vorbestellphase, die bald anfängt. Und da steht ja dabei, ich blende es jetzt hier kurz nochmal ein, Accessories, also ein alternativer Kopf ist dabei wohl, der Hut, ein Poncho, zwei verschiedene Westen, ein Tomahawk, ein Blaster und mehr. Wisst ihr, was mehr ist? Ist sein Gewehr vielleicht noch dabei? Wisst ihr auch nicht, okay. Also ich denke mal, da er ja auch ein Holster und so weiter hat, würde er mit Sicherheit auch mit einer Waffe, also der Blaster ist ja schon klar. Genau. Vielleicht kriegt er noch einen kleinen Stand oder so, wo er draufsteht oder so. Aber das ist ja das, muss sagen, was man Rabenteuer auf jeden Fall nicht vorwerfen kann, ist, dass sie nicht transparent werden. Also die nehmen einen wirklich, wenn man der Facebook-Seite folgt oder auch auf Instagram oder so, die nehmen einen wirklich vom Rohentwurf im Cut-Programm über die gesamte Phase, Prototypen und so weiter, nehmen die einen komplett mit und hören auch relativ, manchmal vielleicht sogar zu gut auf das, was ihnen die Leute zurufen, was ihnen gefällt oder nicht gefällt. Sicherlich Fluch und Segen zugleich.
Also da kriegt man eine ganze Menge mit und ich glaube, wir haben mittlerweile fast alles irgendwann irgendwo mal gesehen. Jetzt in, da habe ich es aber auch nicht auf dem Schirm. Ich persönlich hätte jetzt nichts weiter gewusst, was da jetzt nicht aufgelistet wäre, was dabei ist. Vielleicht halten Sie sich aber auch einfach noch die Option offen, noch was dazu zu tun, wenn Ihnen was Sinnvolles einfällt. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das eben bei den Accessoires bei war. Man hat ja den einen Hut gesehen. Ich glaube, es wird noch einen Austauschhut geben mit dem Visor und mit seinem Headset. Das mit der Antenne, genau, stimmt. Das kommt auch noch dabei. Ja, genau, da ist er. So, der sieht der was ich cool finden würde, was ich cool finden würde, da hoffe ich ja noch ein bisschen drauf. Ich denke mal, das werden die ab. Ich könnte mir vorstellen, dass sie, das machen sie ganz gerne mal, sobald die Pre-Order live ist, dass sie dann ähnlich wie bei einem Crowdfunding, auch wenn das dann nicht mehr gecrowdfundet wird, das Ding in dem Sinne, aber halt nochmal sagen, so keine Ahnung, wenn wir so und so viel Stück hinbekommen, dann machen wir zum Beispiel, finde ich total geil finden, so Effekte hier so, was ich. Augen des Adlers oder was hatte er da, diese, ne, wenn ihr so seine Kräfte da einsetzt, so als Effekte mit zum Dranstecken oder so, das würde ich ziemlich cool finden, irgendwie sowas. Da sind sie ja ziemlich kreativ. Ja. Gut, was man noch dazu sagen muss, was eventuell auch noch, das gehört so bedingt zu einem Marshall dazu. Ich weiß nicht, ob wir das in Anführungsstrichen schon sagen wollen. Der Marshall wird ja nicht alleine bleiben. Also ich habe da auch was bei Rahmentoys auf der Seite gefunden, zumindest. Ich blende es einfach mal kurz ein. Die machen ob 30. Das sowas ist, was ihr meint. Genau, ja. Den meinen wir. Ja, die machen 30-30. Da, guck mal, aber siehst du, da ist ein Standby, siehst du das? Also ich könnte mir vorstellen, dass das so Sachen sind, die halt noch mit dazukommen. Einfach so eine kleine Standplatte, wo du die draufstellst und fertig. Ja, also was man dazu sagen muss, es wurde schon in den Kommentarsektion gesagt, 30-30 wird nicht transformierbar sein. Kein Pferdemodus wird so stehen, wie er da auf dem Bild ist. Genau, richtig. Aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht großartig problematisch. Nee, ich finde es auch besser, dass es dann einen Cartoon-Akkuraten gibt, der wirklich verwandelt auch aussieht und nicht so eine Lösung, mit der keiner so richtig glücklich ist, die weder als Pferd noch als Figur richtig funktioniert. Da würde ich sagen, lieber eine Figur und vielleicht später irgendwann nochmal eine Pferdeversion. Da hat, glaube ich, der erwachsene Sammler mehr davon, als diese, dass man jetzt auf Krampf versucht, so eine Transformationsfigur zu machen. Was mich nochmal ganz kurz interessieren würde, ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, der Hut. Wird das ein abnehmbarer Hut sein oder wird der Hut auf dem Wechselkopf fest drauf sein? Abnehmbar. Abnehmbar. Beide Versionen sind abnehmbar und sind meines Erachtens nach, wie ich das jetzt weiß, auch da kombinierbar mit dem einen oder anderen Kopf tatsächlich. Genau. Ja, das war super. Ja, es gibt, wie gesagt, einen Wechselkopf. Wenn ich das richtig sehe, ist das einmal ein älteres Aussehen und einmal etwas fescherer, jüngerer Marshall. Jein. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit Sie hören auf das, was die Leute sagen. Sie hatten den Prototypen gezeigt mit dem linken Kopf, wo er ja ein bisschen älter aussieht. Und da haben viele gesagt, sie ist uns ein bisschen zu alt, das ist nicht so richtig so Bravestar, wie wir uns vorstellen. Also sind sie an das Skype nochmal angegangen und haben den Kopf nochmal überarbeitet. Das heißt, wir kriegen jetzt die neue Version auf der rechten Seite. Ja. Und was dazu auch noch kommt, wie ihr das in den Fotos gesehen habt, der Hut sitzt noch nicht so 100%. Das war auch ein Kommentar, den ich gebracht habe. Da hat aber der Ace, den sieht man in seinen Streams grundsätzlich und der ist auch eigentlich die meiste Zeit derjenige, der die Kommentare als auch die Posts tatsächlich auf Rahmentoy bringt, hat dann auch gesagt, also das wird bei der fertigen Figur wohl wesentlich realistischer sitzen, die arbeiten noch am Tooling, sprich tatsächlich die Werkzeuge in der Fertigung, um die ganzen Materialien zu pressen, aufeinander anzupassen, aber die Toleranzen stimmen etc. pp. Ja, das ist ja auch gerade mit so einem Hut nicht so einfach. Ne? Der muss ja ein bisschen flexibel sein, damit er nicht das Schwarz von den Haaren abstammt. Aber der muss natürlich auch so viel Festigkeit haben, dass er in Form bleibt. Ja. Hier schreibt gerade die Spielzeugjäger eventuell Keriumkristalle. Ich wollte gerade sagen, Spielzeugjäger, Grüße an euch, schön, dass ihr dabei seid. Und ich habe gar nicht dran gedacht, aber natürlich Kerium. Ich brauche Kerium, ja. Wenn ich den Marsch mache, dann brauche ich auch Kerium dazu. Also ohne geht ja gar nicht. Ich will mal eben kurz eben was zu einem Kommentar sagen. Lupis Merchandise-Galerie hat ja gerade gesagt, immer das blöde Vorbestellen. Also das ist das Ding. Bei anderen Läden wirst du es mit Sicherheit auch so hinbekommen, dass du womöglich auf Lager bestellen kannst. Bei uns ist halt leider so ein bisschen das Ding, dass wir uns nicht alles auf Lager komplett die ganze Zeit immer legen können. Wir könnten die meiste Zeit wirklich nur bestellen, was wirklich auch verkauft wird. Und wenn dann halt mal irgendwas storniert wird, dann liegt das auch mal da. Also bei uns würdest du definitiv mit einer Vorbestellung besser laufen und die ist auch eigentlich garantiert, außer es wird was gecancelt, was man jetzt bei Rahmentoy aber eigentlich nicht annehmen sollte. Ja, wobei sie gerade was gecancelt haben tatsächlich. War das so? Haben sie den,
Ja, den die Stance für die Turtles. Ja. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Die kommen nicht. Die kommen, und jetzt komme ich nämlich darauf wieder zurück, ne, immer das blöde Vorbestellen. Ich kann das nachvollziehen, aber zum einen muss man halt immer gucken, es muss ja nicht immer eine Vorbestellung sein, wo du gleich direkt bezahlst, sondern einfach nur sagst, hätte ich gern. Ramtoy und halt auch viele andere, gerade im Third-Party-Bereich, sind halt Kleinserienhersteller. Ne? Die produzieren nicht im großen Stil Zehntausende davon, sondern ne, die versuchen in der Regel immer so 1000 Einheiten irgendwie zusammenzukratzen. Und die können es sich halt einfach auch nicht leisten, zu sagen, wir produzieren jetzt mal 1000 Marshalls und hoffen, dass wir die loswerden. Das heißt, wir sind einfach ein Stück weit darauf angewiesen, einen gewissen Prozentsatz Vorbestellungen reinzubekommen, dass sie wissen, okay, das Interesse ist einfach auch da. Ne? Und Bei den Stands für die Turtles, das waren so eine Kanalisation und so ein Stück Hauswand und so, sah eigentlich ganz cool aus. Ähnlich wie die Motu-Stands, die sie auch gemacht haben, aber halt noch ein bisschen farbiger, ein bisschen komplexer. Ja, genau. Da waren die Zahlen halt nicht gut genug, dass sie gesagt haben, okay, diese produzieren lohnt sich für uns schlicht und ergreifend nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Draufleger machen, ist zu groß, deswegen kommen die jetzt nicht. Ja, ist dann halt auch mal so. Ja, ich wollte gerade sagen, ist es halt kein Vergleich, ob ich jetzt hier einen Mattel oder einen Hasbro habe, die halt einfach zigtausende von irgendwelchen Sachen als Auflage rausbringen. Oder ob ich wirklich einen Hersteller habe, der sich wirklich darauf spezialisiert, was Kleines, aber Feines macht, auf die Leute wirklich reagiert und auch Sachen noch selbst verändert dann halt, wenn er auf Zuruf halt hört, das ist vielleicht nicht so gut oder anders, da kommt es besser an. Ja, und dann halt lieber eine kleinere Auflage, dafür aber was Gescheites, als ich sage jetzt mal, diese Massenware, wo dann halt auch nicht immer alles passt und nicht immer alles stimmt. Ja, also, genau. So sehe ich es. Ich finde auch, das darf man wirklich nicht vernachlässigen, dass das ein super kleiner Laden ist, der, wie Dan ja gerade meinte, 1000 Stück, ich meine, das ist ja nichts im Vergleich zu jetzt riesigen Playern wie Mattel oder Hasbro. Und da kauft man nun mal ein bisschen die Katze im Sack. Ich habe mich auch lange mit mir gehadert, ob ich den Red Gullwing, also den neuen Thunderhawk, bestellen soll, weil es ist eine Menge Geld und klar, man weiß nicht, wie er dann wirklich in der Haptik ist und man kann keine Review-Videos sich erstmal bei... Der ein oder andere weiß, wie er in der Haptik ist. Ja, der eine oder andere weiß das schon. Es ist ja auch noch nicht das Endmaterial. Da hast du ja gesagt, es ist noch nicht 100% der Kunststoff, der dann auch benutzt wird. Das ist das Endmaterial, bloß nicht die Endfarbe. Ah, so war es. Okay, sorry. Das rote Plastik schon, die Scheiben kriegen nochmal ein klareres Material. Aber so von das Material selber ist schon das Richtige. Aber ich muss sagen, ich hatte dann auch schon bestellt, bevor dein Video rauskam. Aber ich habe auch gedacht, ja, man muss so ein bisschen in Vertrauensvorschuss gehen. Das ist dann so. Aber dafür bekommt man tolle Sachen, die wir sonst nie sehen würden, weil es einfach auch so eine Nische ist. Ja, also Dennis hat das bei sich auch zum Beispiel schon reviewed, das Pre-Production Sample. Ich will mir das definitiv auch noch angucken, aber... Als er das Ding bekommen hat, konnte ich mir es nicht nehmen lassen. Ich war tierisch müde den Tag. Ich bin am Freitag aber von der Arbeit, fahre ich ja sowieso einmal an ihm vorbei, bin ich einmal abgebogen. Ich wollte mir das Ding einmal eine Viertelstunde angucken. Also ich sage das relativ häufig in meinen Videos, es ist eine völlig absurde Zeit, Sammler zu sein, weil man kriegt so viele tolle neue Versionen vom Spielzeug, was man damals als Kind hat. Deswegen auch bei mir die ganzen New Age Toys, die Third-Party-Transformer. Ich gehe halt nicht auf die Cartoon-Version, ich gehe halt auf die X-Version, was die halt aussehen, aufgemacht sind wie die Transformers von damals, wie das Spielzeug, aber dann mit dem Engineering von heute. Und du sitzt da immer nur vor so und denkst nur, was ist denn heute für ein Kram bitte möglich? Das ist völlig absurd, das Wahnsinn. Macht so viel Spaß. Ja, Wahnsinn, ja. Also denn du hast den, ich sag jetzt trotzdem Thunderhawk, weil für mich ist es einfach der Thunderhawk, auf deinem Kanal reviewed, also das Fahrzeug, was du jetzt da vor dir hast, gibt es ein Video zu, wo du es dir anguckst, wo du es erklärst etc. und so weiter. Und das hast du, wenn ich das, das ist euer Shop, genau, das wollte ich nicht, sondern ich wollte noch mal kurz deinen Kanal einblenden. Also da ist das zu finden. Ja, danke schön. Okay, danke, also Leute, wenn ihr Interesse dran habt, und der ist auch bei euch noch zu bestellen, oder ist ein paar haben wir noch, ja. Ein paar haben wir noch. Wir haben extra, das war ganz interessant zu sehen, weil genau was du gerade gesagt hast, Stefan, ne, diese Skepsis halt, so was ist das da, ne? Was kaufe ich da unter Umständen? Das geht natürlich ganz vielen Leuten so und ich kann das 100% nachvollziehen. Ich bin mittlerweile halt so Mask ausgehungert, dass ich gesagt habe, es ist mir eigentlich fast scheißegal, wie gut der am Ende tatsächlich qualitativ ist, solange er mit dem Regal gut aussieht, will ich es allein schon deshalb machen, um mal das Signal zu senden, dass Mask funktioniert. Das ist ja für mich, das ist immer so dieses, das heißt ja immer abstimmen mit dem Geldbeutel, da geht es ja meistens nur darum, dass man Schrott nicht kauft. Ich bin mittlerweile mehr so drauf, dass ich sage, ich kaufe halt Sachen, damit ich, also beispielsweise, es gibt ja, macht jetzt Bandai, macht eine Tekken-Figurenreihe.
ich habe zwar schon Tekken-Figuren von Storm, aber trotzdem bin ich mit denen nicht 100% zufrieden und das sind, die sind günstiger und so. Und deswegen werde ich da einsteigen, einfach nur um das Signal zu senden, das verkauft sich. Ja? Mhm. Und deswegen bin ich da halt relativ kalt mit eingestiegen, aber es waren ganz viele, die halt gesagt haben, so, erstmal abwarten. Ja, und dann hast du aber gesehen, dass je mehr die gezeigt haben von dem Ding und spätestens als dann der Prototyp kam in Vollfarbe und die Figur mal zu sehen, die Figur ist übrigens das große Highlight von dem Ding, dass immer mehr Leute gesagt haben, ja, ach komm, sieht ganz gut aus, kommt, sei es drum. Und deswegen haben wir nochmal einen Schwung nachbestellt, der wird aber jetzt auch langsam, geht jetzt langsam zu Ende. Also wenn es hier, und nochmal nachbestellen werden wir nicht, weil wir kriegen es irgendwann, wir sind ein Zwei-Mann-Betrieb, der das neben der Hauptarbeit quasi nebenberuflich macht, wir kriegen es irgendwann einfach auch nicht mehr gewuppt. Deswegen, also ein paar haben wir noch da, aber das wird es dann tatsächlich sagen. Mask 6-Inch wäre geil, sagt er. Da rennst du bei mir offene Türen, ey. 6-Inch-Mask-Figuren, schön mit Maskeneffekten und allem Scheiß, ich wäre sofort an Bord. Sofort. Das Einzige, was ich noch geiler finde, was Rabentäuscher angekündigt habe, ist, sie machen 1:1 Helme. Ja. Oh nein, okay. Und das, da gibt es auch schon einen Prototyp zu und das ist auch immer noch aktuell. Sie haben es erstmal hinten angestellt, weil sie viele andere Sachen haben, die sie erstmal produzieren müssen. Aber wenn das Ding kommt, dann kriege ich ein Platzproblem. Das kommt ja auch noch dazu. Nicht nur ein Geldproblem, sondern auch ein Platzproblem. Ja. Genau, dann, also das Geldproblem habe ich ja jetzt schon, aber dann das verschärft sich dann noch und das Platzproblem wird dann ganz massiv. Ja, ich glaube, dann werde ich auch wieder zum Mask-Sammler, glaube ich. Also, es gab mal mit Tracker-Helm oder sowas kriege, dann muss ich zuschlagen, glaube ich. Es gab mal kleine Anekdote, ich will nicht zu viel zum Mask erzählen. Es gibt einen Custom-Menschen in Holland, nennt sich Mad Mask Customs. Der hat das Transportflugzeug gemacht aus der Mask-Serie. Und zwar in Scale mit den Original-Toys. Also das ist so ein Apparat, das ist nicht übertrieben. Das Ding ist wirklich, ich weiß gar nicht, wie viel Kilo das wiegt. Das ist ein Riesenteil 3D geprintet über weiß ich wie viele 100 Stunden, wo du halt wirklich den Rhino hinten reinparken kannst und so weiter. Es gibt so viele kaputte Leute da draußen. Und bei Rahmen habe ich das Gefühl, das ist genau diese Art von kaputte Leute, die aber immer gesagt haben, weißt du was, wir machen das jetzt professionell. Ja. Ja, und das funktioniert ziemlich gut. Ja, sau cool. Und daher, weil wir gesagt haben, auch von wegen, du bestellst dir die Sachen, damit der Hersteller sieht, dass es läuft, dass es gefragt ist. Leute, bestellt den Bravestar, bestellt den Marshall. Ich will mehr Bravestar-Figuren von Rahmentoys haben. Echt. Jetzt schon, obwohl ich die noch gar nicht in den Händen habe. ich hätte gerne mehr, immer mehr, immer mehr. Also Wahnsinn, also richtig cool. Ich würde mich so über die Richterin freuen. Ich fand das so schade, dass die damals nicht mehr gekommen ist. Damals ja auch nicht gab, ja. Genau. Ja, vor allem vorhin haben die auch im Piloten, haben so groß die Love-Story geteased und dann kam da nie was von so. Ich saß bei Rudel, ich bin vorher so, was ist denn jetzt? Give me the cheese. Ach je. Ja, okay. Ich würde mal ganz kurz, und zwar euer Shop, ja, collectorsbay.de oder .de. Ja, und genau, dann... The Collector's Bay, muss ein The davor, the, sonst kommt er nicht an. Entschuldigung, okay. The Collector's Bay. Erwähne ich nur nicht, dass es Irrläufer gibt. Nein, das wollen wir nicht, das wollen wir. Wir wollen ganz viele Bestellungen am Ende des Streams bei euch sehen. Echt gut. Ich habe hier markiert, obere Zeile, Save the Bot. Da bist du jetzt gerade, alles klar. Hm? Genau, richtig, ja. Und wenn ich jetzt eins weitergehe quasi, komme ich auf die Seite... wo man bei euch den Rahmentoy The Marshall vorbestellen kann. Genau. Ja, vielleicht erzählt ihr noch mal kurz, weil da steht ja jetzt noch 0 Euro etc. Ich kann trotzdem schon vorbestellen, wie das einfach bei euch funktioniert. Ja, Tim, soll ich, willst du? Ist egal. Das ist dein Konzept, das hast du eingeführt. Okay, also im Prinzip ist das überhaupt nichts, das ist jetzt überhaupt nichts weltbewegend Neues irgendwie. Wir haben halt irgendwann mal gesagt, also ich bin eigentlich kein großer Fan davon, von diesen, es gibt ja so viele, so diese 1 $ Pre-Order, ne? Irgendwo zeigt irgendeine Firma, zeigt irgendwas Neues mit einem grauen Prototypen und es gibt noch überhaupt gar keine Bestelldetails. Du kannst das Ding als Händler überhaupt noch nicht ordern und trotzdem stellen die Händler alle schon online so, hier, guck mal, 1 € hier, 1 $ da und sammeln schon die ganzen Vorbestellungen. Dann machen die Leute alle kirre. Fand ich immer nicht so cool. Aber dann haben wir irgendwann festgestellt, es ist halt sinnvoll,
zu einem gewissen Zeitpunkt, gerade wenn so Kleinserien angekündigt werden, einfach irgendwie das Interesse abzufragen. Also gibt es überhaupt Leute, die Bock darauf hätten, ganz grundsätzlich auf dieses Produkt, in dem Fall jetzt hier auf den Marshall. Und da haben wir gesagt, machen wir das auch. Wir machen es aber nicht mit irgendwie einer Euro-Anzahlung und so. Da muss ja auch alles immer buchhalterisch abwickeln. Das ist Blödsinn. Wir machen einfach eine 0-Euro-Pre-Order. Das heißt, du bestellst den für 0 Euro. Das ist erstmal nichts anderes, als zu sagen, ich bin an dem Ding interessiert. So, und dann schreiben wir das auf. Und wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, schon irgendwie 35 Leute oder was, die an dem Marshall interessiert sind. Also die Zeichen sind ganz gut. Ja. Und irgendwann werden wir ja den Preis kriegen. Also Rabenteuer will ja Ende Juli die Pre-Order live schalten. Das wird dann der Zeitpunkt sein, wo wir den Preis auch bekommen werden. Wir müssen ja noch Importgebühren und so weiter einzahlen. Also ich schieße jetzt mal mit den Daumen. Wahrscheinlich wird das Ding bei uns irgendwo um die 90 Euro liegen, plus minus. Ja. Würde ich mal vermuten. Und vielleicht wird es auch ein bisschen günstiger. Und dann werden wir alle Leute, die über diese Save-the-Bot-Funktion für 0 Euro ihr Interesse bei uns bekundet haben, schreiben wir an und sagen hier, das ist jetzt der finale Preis. Die Rechnung hängen wir dran. Du kannst jetzt die Rechnung innerhalb von 30 Tagen bezahlen und dann, dann ist dir das Ding sicher. Oder du sagst, nee, sorry, der Preis ist mir zu hoch, ich cancel das und dann ist kein Schaden entstanden und keine Kosten entstanden und fertig. Aber also auf die Art und Weise kriegst du so ein bisschen den Finger auf den Puls. Und ich glaube, das ist für alle Beteiligten eine sehr faire und sehr transparente Lösung. Absolut top-Prinzip. Super. Fand ich ganz toll, dass ihr es gesehen habt, wie ihr das macht. Ja. Genau, und Save the Bot heißt es halt nur deshalb, weil wir, als wir angefangen haben, war es halt alles nur Transformers. Und es war so ein bisschen von Save the Date, haben wir Save the Bot draus gemacht. Aber irgendwie ist es jetzt doch geflügelt genug, dass wir sagen, wir bleiben jetzt dabei, auch wenn es eigentlich kein Bot ist. Okay, ja, finde ich also super. Find also, wie gerade das mit dem. Ja, Stefan? Ich wollte noch sagen, ich finde das wirklich ganz toll, dass ihr dann wirklich nochmal die Option anbietet, dass man sich also nicht sozusagen gefangen fühlt, was zu bestellen, wo man noch nicht mal genau weiß, wie viel das kostet, sondern dass ihr dann wirklich nochmal so ganz entspannt sagt, hier, du hattest dich dafür interessiert, das Ding ist da, willst du es jetzt, dann bezahle bitte, das ist jetzt der Endpreis, finde ich absolut top und fair. Ich glaube, besser kann man es nicht gestalten, wenn man denn schon mal was in den Shop bringen will, wo der finale Preis halt einfach auch noch nicht feststeht. Ja, das ist so. Ganz genau. Das war der Plan. Da sind wir aber generell sehr entspannt, was Cancel angeht, auch wenn es eine normale Vorbestellung war und jemand hat das schon bezahlt und nach 3 Monaten überlegt er sich es anders. Oder gerade bei Motu, das wisst ihr selber, ne? Die Leute sind ja dann alle super ungeduldig und weil sie dann doch schon die Figur sich bei Big Bad Toy Store aus den USA bestellt haben und keine 1,5 Monate mehr warten können, dann wird es bei uns dann halt gecancelt. Dann stornieren wir das und zahlen das Geld zurück. Da haben wir auch noch nie rumdiskutiert, weil das aber, ich meine, da geht es um 20, 30 Euro für eine Figur. Hätte jetzt jemand, keine Ahnung, für 700 Euro eine 3-0 Premium-Figur vorbestellt, die so Nische ist, dass wir die nicht mal ebenso locker anderweitig verkaufen können. Da würde man dann vielleicht auch schon mal sagen, so, oh, das ist jetzt aber eher uncool, da müssen wir vielleicht mal ein paar Prozente einbehalten. Aber das haben wir bisher noch nie gemacht und haben wir auch ehrlich gesagt nicht vor. Sehr schön. Komm her, Alex. Top. Zwei vorbestellen. Einen auspacken, einen verpackt lassen. So mache ich. So habe ich es vor, weil ich bin ja eigentlich so ein überwiegend Mock-Sammler. Ja, aber den will ich auspacken. Und ich will aber trotzdem original verpackt haben. Also werde ich wohl oder übel bei euch eine Bestellung über 2 Stück platzieren. Ich bin nur so ein Elend. Ja, furchtbar, oder? Da haben wir wieder das Platzproblem und das Geldproblem. Aber das für den Marshall mache ich das irgendwie, ja, das kriegen wir irgendwie hin. Ganz kurz, wir reden jetzt die ganze Zeit über den Marshall. Ich meine, er sieht ja aus wie Marshall Bravestar. Wir reden über den, ich weiß jetzt schon wieder nicht, wie er heißt, den Sanderhorn. Red Galway. Ja, es ist ja offensichtlich, dass das halt der eine Bravestar, das andere Mask ist. Trotzdem heißen sie nicht so. Ja. Wisst ihr da den Hintergrund? Also sprich, hat Mattel gesagt, ihr dürft den Namen nicht verwenden, aber ihr dürft die Dinger bauen, dass sie so gleich aussehen? Oder wie kommt das zustande? Da hat Ace vor einer ganzen Weile mal, ich meine, die Information einigermaßen transparent durchgegeben, dass die mit Mask versucht haben, auf Mattel zuzugehen, dass sie die Lizenz auch bekommen. Aber die Information... Hasbro, mein Fehler. Die Information war wohl, dass die Margen, die verkaufen würden, wohl nicht groß genug sind, um eine entsprechende Lizenzvergabe zu billigen. Okay. Genau. Also vom Ablauf her ist Rahmentoy sind interessiert daran, lizenzierte Produkte herzustellen. Ich habe mal als Beispiel hier den Quicksilver.
den Rabenteuer rausgebracht hat vor ein paar Monaten. Der war, damals war Super 7 der Lizenzinhaber für die Silverhawks und der ist eine Zusammenarbeit, also die haben von Super 7 die Lizenz bekommen, das Ding heißt auch Quicksilver, da ist der Silverhawks-Schriftzug mit drauf. Also ja. Rabenteuer hat überhaupt nichts dagegen, Lizenzprodukte herzustellen. Es gibt ja Firmen, die per se einfach keine Lizenzen machen, sondern einfach unlizenzierte Produkte herstellen und fertig. Was ich auch nicht 100% verwerflich finde, aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Es ist aber halt auch so, dass sie wohl gesagt haben, dass für Lizenzen oder die Rahmenbedingungen, die du in der Regel erfüllen musst, um eine Lizenz zu bekommen, beispielsweise von Hasbro, da musst du halt Stückzahlen 10.000 Stück plus erfüllen oder oder halt einen Preis machen, der dann wiederum so hoch ist, dass das Produkt eigentlich nicht interessant ist. Die wollen ordentlich was dafür sehen, ne, für ihre Lizenzen. Also ich glaube schon, dass Rahmen, ich meine auch Ace hat das neulich im Stream jetzt wieder gesagt, dass sie zum Beispiel jetzt mit dem Red Guywing schon auch hoffen oder auch mit dem, jetzt machen sie ja hier diesen 1:12 Dodge Charger für den Ghost Rider. Ja. Dass sie schon Genau, und generally auch noch, dass sie schon versuchen, sich mit diesen Dingen halt dann auch für Lizenzarbeiten hinterher zu empfehlen. So nach dem Motto, guck mal, wir haben ein qualitativ hochwertiges Produkt, drückt da euren offiziellen Stempel drauf. Ne? Aber sie lassen sich halt davon nicht ausbremsen und sagen, also ich glaube nicht, dass Mattel oder Hasbro gesagt hat, also Mattel ist, glaube ich, Bravestar, ne? Ich glaube, Mattel hat Bravestar. Ja. Genau. Ja. Dass Mattel gesagt hat, hier, ihr kriegt die Lizenz nicht, aber macht ihr mal. Rabenteuer macht einfach und Mattel interveniert nicht. Noch nicht. Aber das geht auch nicht immer gut. Wir hatten jetzt neulich, hatte Rahmentoy, die haben eine super geile Figur gemacht zu Pete Maverick Mitchell aus Top Gun. Absolut fantastische Actionfigur. Sah super, super geil aus. Meines Erachtens bis dato die beste Actionfigur, die Rahmentoy bis dahin gezeigt hatte. Ja. Der war eigentlich schon fertig und dann mussten sie ihn zurückrufen, weil wohl Paramount interveniert hat. Weil wohl gerade das Gesicht von Tom Cruise ist halt ein großes Problem, weil Tom Cruise wohl generell sein Gesicht nicht lizenziert für gar nichts. Ja. Und jetzt bringen sie halt Viper aus dem Film. So, das haben sie halt einen mit Schnäuzer gemacht, aber dass sie die Figur wenigstens benutzen können. Das ist ein bisschen. Aber Lizenz ist für die schon ein Thema, die wollen das schon machen. Haben aber auch gesagt, sie lassen sich davon nicht bremsen, wenn es dann mit der Lizenz halt nicht sein soll. Und ich kann mit der Variante kann ich gut leben. Wir haben zwei spannende Fragen von den Spielzeugjägern. Sehe ich gerade. Einmal kommt Bravestar auf Karte und einmal, ob es die Silverhawks noch zu kaufen gibt. Genau, den auf Karte also, habe ich schon im Chat beantwortet, aber ich blende es trotzdem nochmal ein. Ja, genau. Ein Ding mit so einer Menge an Zubehör in dem heutigen Zeitalter höchstwahrscheinlich nicht auf Karte. Denke ich nicht. Kann ich nicht. Es gibt aber noch keinen. Also bisher waren alle Six-Inch-Figuren. Sowas gibt es noch nicht. Genau. Von den Boxen nicht. Nein. Aber bisher waren alle Six-Inch von Ramen waren bisher in Box. Genau. Nicht auf Karte. Könnt mir vorstellen, dass sie, was ich cool finden würde, wenn ich mir auch vorstellen könnte, dass das kommt, ist, dass sie ihre Machina, also die Mask-Figuren in Doppelpacks auf Karte machen. Das könnte ich mir vorstellen, aber und ich glaube auch bei den Centurions machen sie irgendeine Retro-Version, glaube ich, auf Karte. Ja, genau. Aber da bin ich nicht so tief drin, weil das ist nicht mein Fall. Vielleicht machen die ja auch noch eine Retro-Version mit Karte, abgespeckt. Soll es ja auch geben bei anderen Herstellern. Das absolut. Ist aber, absolut. Habt ihr es nicht von mir gehört? Ist jetzt keine Garantie, ist jetzt nur sowas. Es gibt ja den Markt auf unterschiedliche Arten und Weisen. Es gibt viele Leute, die das Ganze gerne auf Karte sich irgendwo hinhängen. Also kann ja sein, aber ich würde es jetzt nicht denken. Gehe ich aktuell nicht von aus. Und die zweite Frage, ob es die Silverhawks noch gibt, also wie Tim schon richtig geschrieben hat, bei uns nicht mehr, also unsere sind ausverkauft. Ich glaube, du kriegst die auch bei Ramen nicht mehr, weil das sind halt alles, die produzieren die halt einmal und das war's. Ja, exakt. Ne? Also da gibt es jetzt keine, also ich schließe auch, dass wir aber ein Reissue machen. Das Problem, was ich mit den Silverhawks habe, ich mag die Figuren total gerne, nur Warner Brothers hat sich wohl über Anwälte und so weiter von Super 7 die Lizenz zurück erklagt, sprich Super 7 hat die Lizenz wohl nicht mehr und dementsprechend hat sie auch Ramen-Toy nicht mehr. Ramen hat schon überlegt oder laut überlegt, das Ganze dann als Titanium Titan, also irgendeine Third-Party-Name halt, die Linie trotzdem weiterzumachen. Und auch Super 7 macht zumindest noch eine weitere Welle, wo Copper Kid drin ist. Gott sei Dank, ich habe schon Schiss gehabt, ich bleibe auf meinem scheiß Copper Kid sitzen, ey. Das wäre zum Kotzen gewesen, aber es kommt. Aber die Lizenz ist jetzt erstmal wieder weg bei den Silverhawks. Also da würde ich jetzt auf absehbare Zeit jetzt erstmal mit nichts rechnen. Also gibt es noch Restbestände dann wahrscheinlich, ne, irgendwo. Es gibt Restbestände, es gibt sicherlich noch irgendwo. Ich glaube, BTS hat den noch, kann sein. Also einzelne Online-Händler werden den sicherlich noch haben. Ich habe, zuletzt hatte ich sie bei Space noch gesehen. Space, deutscher Shop. Space hat sie auch. Wir haben ja auch ein recht großes Lager. Space ist ein super Laden.
Ja, die hatten den vor ein paar Monaten, bin ich der Meinung, hatten sie ihn noch. Ja, also Space auch von meiner Seite eine Empfehlung. Ich habe meine ehemaligen Mondo Masters von denen her, also die waren immer super fair zu mir. 100%iger Laden. Ja, kann ich auch nichts Gegenteiliges sagen. Also auch von der Kommunikation bis hin zum Verpacken und Liefern und sowas, alles immer einwandfrei gelaufen. Absolut Sahne, immer, absolut. Ja. Wäre eigentlich ganz witzig, wenn die jetzt so weitermachen würden, ne? Nochmal kurz zurück zu Rahmen und das dann irgendwie Titanium Falcons nennen würden. War das nicht irgendwie sogar sowas? Ja, ich meine irgendwas mit Titans, Steel Titans, keine Ahnung. Bisher waren sie ja sehr kreativ mit den Namen, muss man schon sagen. Ja. Der Marshall klingt auch super, finde ich. Ich finde es halt auch so, ich finde es halt auch so faszinierend. Ich möchte mal kurz nochmal eben zu dem Tom Cruise so. Dennis, hast du nicht gesagt, dass Rahmen auf Paramount zugegangen ist, ob sie das nicht offiziell so nennen, ob sie den nicht offiziell vertreiben dürfen unter Top Gun? Naja, sie haben geschrieben, es gab einen Post, der Maverick liegt erstmal auf Eis, wir sind in Gesprächen mit Paramount. Das heißt nicht unbedingt, dass sie von sich aus das Gespräch gesucht haben, sondern es gibt Gespräche, wie auch immer die gestartet sind. Ja, das kann ich sein. Glaube eher, dass Paramount den Hammer geschwungen hat, gesagt, ihr hört jetzt auf mit dem Scheiß, weil sonst kommt Scientology. Das kann sein. Ich finde es halt so faszinierend, wie unterschiedlich das tatsächlich ist. Ne? Weil die haben den Tom Cruise, haben sie tatsächlich schon. Also man hat erkannt, dass er das sein soll, das ohne Zweifel, aber sie haben das Skype verunglimpft. Ein bisschen. So. Okay. Und wenn man jetzt in 1:6 unterwegs ist, ich finde es momentan sehr spannend, ich will auch nicht zu groß ausholen, aber es gibt tatsächlich Third-Party 1:6 Figuren momentan zu Terminator von einer Firma namens Present Toys und man erkennt definitiv, was das sein soll, aber es ist sowieso dieses ganze Third-Party-Kram auch mit Transformers sehr undurchsichtig. Also mal ist er sofort, ja, shady shit to the max. Manchmal hast du sofort die Firmen, die schwingen sofort den Zeigefinger, so du und teilweise, ja, okay, Stopfen Lücken, das ist auch gut für uns. Wenn wir denn das nächste Mal was rausbringen, dann springen die vielleicht auf uns. Also es ist, mal ist es necessary evil und mal ist es, nee, das ist unsers, Flossen weg. Mhm. Mhm. Okay, je nachdem, wer wahrscheinlich gerade da irgendwie, ja. Falschen Fuß noch Zeit, noch Zeit für eine Third-Party-Anekdote oder springen wir uns Zeit an? Nein, erzähl, hau raus. Schönes Beispiel dafür, das passt auch zu dem, was der World of Nerd gerade hier geschrieben hat, von wegen, ne, die Großen brauchen keinen Probelauf machen, wenn die kleinen Third-Party-Hersteller quasi da schon mal die Wasser so ein bisschen testen. Gibt ein ganz tolles Beispiel, und zwar gibt's eine Third-Party-Firma, die halt unter anderem halt Transformers hergestellt hat, die halt nicht offiziell lizenziert waren, die hießen dann, keine Ahnung, Freedom Leader oder sonst was, statt Optimus Prime, aber es war sehr eindeutig Optimus Prime. So wie jetzt hier auch der Marshall nicht Bravestar heißt, aber sehr eindeutig Bravestar ist. Die Taubau-Geschichte. Ja, und nee, ja, ich, nee, nicht, die, nicht konkret die, aber auch. Und Hasbro lässt die Third-Party-Transformers-Firmen eigentlich machen. Warum? Weil die wissen, dass Third-Party Dinge bedient, die Hasbro nie bedienen würde, weil die irgendwelche Lücken stopfen, irgendwelche Randcharaktere und so weiter und dadurch aber insgesamt die Marke des Franchise mit am Laufen halten, quasi für Umme. Ja. Und Hasbro hat das laufen gelassen. Hasbro ist nur ein einziges Mal in den letzten Jahren aktiv geworden, als eine Firma angefangen hat, einen Iron Man zu kopieren. Und das hat Hasbro nicht gemacht, weil Hasbro das gerne wollte, sondern weil Disney gesagt hat, don't fuck with the mouse. Disney wieder. Disney ist knallhart. Also wenn irgendeine Third-Party-Firma ein Disney-Franchise anpackt, das dauert keine 3 Wochen und da haben die Anwälte vor der Tür. Also Disney ist echt drakonisch, was diese Dinge angeht. Ja, ich meine, dafür geben die aber halt auch eine ganze Menge Kohle für ihre Lizenzen aus, wenn man sich einfach mal so anguckt, was die mit Hot Toys machen, was die, wie viele Iron Man-Rüstung, wie viele Versionen von den Guardians, von den Avengers und immer auch Promo-Shots, wenn man auf Hot Toys Facebook unterwegs ist, also es ist jetzt so bedingt für diesen Stream hier passend, es ist halt 1:6, es ist eine Ecke größer, anderes Preissegment. Aber dann sitzen die teilweise sehr häufig mit den Stars aus den Filmen zusammen und zeigen dann wirklich auch die Figuren. Also zum Beispiel bei Star Wars im Fall dann entsprechend Hayden Christensen und Ewan McGregor dann entsprechend als Darth Vader und Obi-Wan Kenobi und dann Fotoshoots, also die bekommen tierisches Geld und ich glaube, das ist das Problem. Hot Toys kriegt eine Menge Kohle lizenzweise von Disney. Disney schmeißt für Marketing einiges raus und deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, dass sie dann sagen so, okay, und jetzt kursiert da was von unserem Kram, wo wir gar nicht einen Deckel drauf haben, dann machen wir da mal schnell einen Deckel drauf. Aha. Kann ich verstehen, kann ich natürlich verstehen, ja. Also, wobei man von Disney ja auch
nicht immer so viel Gutes hört, sage ich mal. Ja, also wie gesagt, dass die halt auch schon sehr strikt etc. sind, aber ich kann es natürlich auch verstehen, wie der Tim schon sagt, ja, also absolut. Ja. Ja, aber trotzdem, so ein Maverick wäre schon schön gewesen, glaube ich, ja. Um darauf nochmal zurückzukommen. Ja, die Figur sah mehr als Sahne aus, muss man einfach so sagen. Also abnehmbaren Jumpsuit und die Gelenke haben trotzdem funktioniert und ein Helm mit der Maske auf und voller Beatmung. Also das war echt spannend. Also meinetwegen können sie da die Augen noch ein bisschen höher setzen und die Nase ein bisschen länger machen, dann bringen sie das Ding trotzdem raus. Das ist mir ganz egal. Aber einfach von der Haptik, ich bin auch so ein Typ, ich muss nicht unbedingt eine Figur mal haben, weil ich da eine super Verbindung zu habe. Ich kann mir auch einfach mal eine Figur hinstellen, einfach weil die geil ist, weil das Engineering einfach Granate ist. Das ist zum Beispiel mal ein Beispiel, was man nennt, TFC Toys Lumitent. Das ist, zu der habe ich keinerlei Verbindung. Ich packe die einfach mit in mein Son of the Enders Fach mit rein, weil ich das so finde, das kommt so ein bisschen Proto-Mac mit rüber. Das ist vom Engineering her, ist das sowas von geil, das Ding. Und das sind einfach so Sachen, da würde ich dann einfach auch mal zuschlagen, genau was Dennis im Endeffekt sagt mit der Bandai Tekken-Linie. Einfach mal zeigen, das heißer Scheiß, den kaufe ich, weil. Cool. Aber ich hatte das doch richtig verstanden, der Top Gun-Pilot kommt immer noch, nur jetzt mit Schnauzer und halt nicht mehr als Tom Cruise, doch, oder? Doch, er kommt. Er kommt. Ja. Der heißt jetzt irgendwas mit Aviator, Lord of the Aviators, Flight, hast du nicht, irgendein Hokuspokus. Okay. Kommt aber halt mit dem neuen Kopf, halt mit dem Schnauzer, sieht halt Viper, also hier sein Instructor da aus dem ersten Top Gun-Film, relativ ähnlich, aber so der ganze Körper und so weiter, das ist original die Maverick-Figur. Aber hat jetzt auch nicht mehr den Maverick-Helm wahrscheinlich, oder? Nee, der hat jetzt auch nicht mehr den Maverick-Helm. Gerade der sah natürlich richtig Zuckerwatte aus. Das war zum Beispiel so eine Figur, wo ich am Anfang gesagt habe, so, ah, nett, brauche ich nicht, und je mehr ich davon gesehen habe, dass ich gesagt habe, so, ah, ja, okay. weil sie haben ja schon Tooling gemacht und so weiter und waren schon relativ weit und machen das jetzt halt, damit sie die Figur auch, damit sie irgendwas produzieren und verkaufen können, weil sonst bleiben sie komplett auf den Kosten sitzen. Vielleicht schmuggeln sie aus dem Kopf mit rein. Ne? Vielleicht, wenn du Aviator McSchnauzer bestellst, kriegst du den Top Gun mit dazu. Aviator McSchnauzer. Keine Ahnung. Schön. Aber ich meine, selbst wenn, es gibt auch tatsächlich einen großen Markt für 1:12 Köpfe. Also man wird das so oder so auf jeden Fall bekommen. Das ist ja auch Wahnsinn, dass da einiges Party-Leute rausbringen an alternativen Köpfen, die oft so viel geiler aussehen, als das, was Hasbro so auf die Beine stellt. Ja, ist völlig absurd. Für Mayfax, Mezco, auch für die Masters, für die Revelation und auch Origins. Und trotzdem hat keiner einen coolen Cable-Kopf. Keiner einen coolen Kopf für meinen Revoltech-Cable. Das ist zum Heulen. First World Problems. Das ist wohl wahr. Da kommen wir wieder auf den Platz und das Geld auch zurück, ja. Da kommen wir auch da wieder auch zurück, das ist so. Oh Mann. Ja, ihr habt, abgesehen von Rahmentoys, aber bei euch im Shop nicht nur Rahmentoys, sondern wenn ich richtig gesehen habe, habt ihr auch, ich sage jetzt mal, Standardfiguren. Also ihr habt die Masters, ihr habt auch die Origins, glaube ich, im Shop, habe ich gesehen. Ihr habt die neuen Indiana Jones-Figuren von Hasbro. Ja. Also Leute, wir haben Biker Mice from Mars, Alter. Biker Mice from Mars. Da gab es eine Neuauflage. Das ist ja auch was für die Spielzeugjäger. Die haben wir gesehen, haben gesagt so, ey, doch, das machen wir jetzt. Und dann haben wir eine Cell angeschrieben und direkt. Und es ist immer schön, wenn du eine Möglichkeit hast, direkt mit dem Hersteller in Kontakt zu kommen und nicht irgendwie, ich sag mal so, die Massenware wie die Origins und so, das kaufen wir über Großhändler ein, so wie jeder andere auch. Ja. Aber es ist halt immer cool, wenn du so Kleinserienhersteller findest, denen du direkt sprechen kannst und so und kriegst es dann direkt von denen. Das hat schon irgendwie einen gewissen Charme. Macht schon Spaß. Ja. Okay, also Leute, Biker Mice from Mars, ich blende jetzt gerade nochmal eure Webseite ein. Auch die gibt es da, ja, und noch viel mehr. Also guckt mal rein, wenn ihr den Shop nicht kennen solltet. Genau. Schöner Kommentar von Toti4. Was? Biker Mice? Wie? Was? Wer? Wo? Welcher? Ja. Das ist Wahnsinn. Ich habe jetzt auf dem vorletzten Flohmarkt habe ich erst noch so eine Bully-Figur von Biker Mice für einen Euro mitgenommen. Ja, cool. Ja, meine erste und einzige Biker Mice-Figur. Aber ich glaube, ich gehe nachher auch nochmal auf euren Shop und gucke mir die mal an. Ja, es gibt so viele Franchises, wo ich noch Figuren will, ne? Und es kann keiner macht was. Das ist traurig. Und man kann das ja teilweise gar nicht alles kaufen. Ich bin so froh, dass meine Gargoyles demnächst aus der Ecke hier verschwinden. Ich baue gerade effektiv ein Display, das kommt dann demnächst in schwarz ins Schlafzimmer. Das
Das soll ja so ein bisschen Burg Wyvern werden. Mal hoffen, dass das erfolgreich wird. Bisher sieht es ganz gut aus. Hast du, ich sehe es jetzt nicht, weil ich auf einen kleinen Monitor gucke. Sind das die Vintage Gargoyles oder die Neckar Gargoyles? Die Neckar Gargoyles. Ich habe bisher alle, soweit fast alle, jetzt momentan tatsächlich alle hier. So eine Dinger wie die Tochter von Goliath und von Demona. Also so ein Charakter kommt mir nicht ins Haus. Also ich möchte die klassischen haben, Steel Clan. Thanatos und Eliza und dann mal gucken. Weiß ich noch nicht. Das Brett mit der Burg, das gibt einiges am Platz her. Muss ich mal schauen. Okay. Ja, ich muss auch Stefan bei mir demnächst umstellen. Stefan ist out of, keine Ahnung. Okay. Kommt bestimmt gleich wieder. Ich muss bei mir auch jetzt demnächst umstellen. Ich habe demnächst tatsächlich mal 2 Wochen Urlaub und muss hier wirklich, wenn ich noch weiter sammeln will, muss ich ja wirklich das Zimmer umbauen und brauche noch Regale und keine Ahnung was. Also das ist dieses First World Problems halt, ja. Also ja, und das ist halt auch nicht nur wegen Platz oder so und teilweise einfach, sondern auch weil sich halt Präferenzen einfach ändern. Ne? Ich bin jetzt vor kurzem komplett bei Masters eingestiegen, bloß halt nicht die Origins, sondern ich bin halt momentan auf einen Mix von Masterverse, New Eternia und Revelation gegangen. New Eternia sieht klasse aus. Also da bin ich noch, ich kann mich noch beherrschen, sagen wir mal so. Aber die neuen Figuren, die jetzt rauskommen, die sehen ja so gut aus. Die sind spitze. Also ich habe jetzt die neueste New Eternia-Figur, die ich habe, ist tatsächlich Stratos. Mhm. Der ist sehr spitze. Davor hatte ich jetzt Too Bad. Too Bad hat mich völlig von links erwischt. Mhm. Fantastische Figur. Und davor halt Beastman, mein Battle for Grayskull Display, das findet ihr auch auf meinem Kanal, wie ich mir das so ein bisschen zusammengebaut habe. Das habe ich jetzt mehr oder weniger fertig. Die Sorceress, da habe ich zum Beispiel Revelation genommen, weil die halt leicht modernisiert ist, aber schön klassisch. Hauptsächlich aber habe ich mir den ganzen Kram zugelegt, ehrlich gesagt, weil mir die Mondos keinen Spaß gemacht mehr haben. Für das Preissegment haben die einfach zu viele Fehler und machen jetzt ehrlich gesagt zu viel Morgs mit diesen Timed Exclusives. Das ist, nee. Sorry. Vor allem, dann sollst du das, dann sitzen da so Leute vor, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als irgendwie komplett die ganze Zeit nur auf F5. Wann ist denn das Ding live? Leute, ich muss arbeiten. Ich habe für so einen Kram keine Zeit. Tut mir leid. So. Und dann machen die einfach mehr Spaß. Das Beste an Masterverse ist, dass alle ihre Classics raushobeln. Da habe ich jetzt was von. Classics angefangen. Ach, du hast erst angefangen jetzt mit Classics. Ich habe jetzt angefangen. Das war zum Beispiel auch überhaupt nicht geplant. Für mich war halt der dieser 40th Anniversary He-Man aus der Masterverse-Reihe, dieser ganz klassische, war für mich so ein bisschen der Türöffner. Den habe ich irgendwo abkassiert zusammen mit einem Revelations Battle Cat. Das sah ganz cool aus. Und dann stand er da so einsam da in seinem Fach. Ich dachte, komm, holst du noch eine Man in Arms und eine Teela. Also fehlt aber noch Orko. Weil jetzt fehlt auch noch eine Sorceress. Und jetzt brauchst du eigentlich doch ein Skelett. Und ja, dann war's vorbei. Aber ja, ich kaufe jetzt Classics. Okay. Ja, also ich weiß nicht. Also Classics ist damals komplett an mir vorbeigegangen, weil ich zu der Zeit gar nicht gesammelt habe. Ja, ich hatte früher wirklich in meiner Kindheit Masters gehabt, habe dann, wie so viele, glaube ich, halt irgendwann, wie man erwachsen wird, alles verscherbelt, andere Interessen und so weiter, alles weg. Hab dann irgendwann wieder angefangen, Vintage nachzukaufen. Und da ging es halt, ja, so geht es halt jetzt noch weiter. Hab mich dann irgendwann auf Vintage Mocs nicht spezialisiert, aber wenn ich da kommen wir gleich dann zum nächsten Thema, ein guter Übergang. Wenn ich einen preiswerten Masters of the Universe Vintage Mock finde, dann hole ich mir den, aber deswegen habe ich auch so wenig, weil preiswert ist da so eine Sache mit dem Finden. Ich wollte gerade sagen, das ist aber ein sehr optimistisch aufgebauter Satz, ne? So preiswert und Vintage in einem Satz? Ja, das ist eigentlich gar nicht mehr möglich und das ist ja nicht nur bei Masters of the Universe der Fall, sondern das ist ja bei allem Möglichen, ja, ich meine, auch Bravestar geht noch einigermaßen, aber die Frage ist, was ist für dich halt geht noch, ja, sag ich mal, ja. Also ja. Für den einen ist 50 Euro die Welt, für den anderen, der andere gibt 500 Euro für eine Figur aus und hat damit keine Probleme. Ja. Aber dieser Preiswahnsinn, ja. Ja, das ist halt auf jeden Fall so. Also deswegen ist das auch so ein Ding, so die 200, 220 Euro für eine Mondo war mir halt irgendwann tatsächlich zu viel. Und die Masters, die kriegst du zwischen 20 und 30 Euro. Ja, so. Genau. Da kriegst du massiven Spielspaß für
doch günstiges Geld. Wenn du jetzt natürlich Premium gehen willst, oder dann bleibt dir das nichts anderes übrig, als im Endeffekt im dreistelligen Sektor zu sein. Sagen wir mal, du willst 1 zu 12 bleiben, aber Premium, Mayfax oder Masco. Ist nun mal Mayfax. Mayfax hat ihren Kram jetzt echt ein bisschen zusammen auf die Kette gekriegt, dass die halt jetzt sagen, okay, wir haben euch gehört, die Handpacks, die machen euch Probleme, die brechen teilweise weg, was echt bei Spider-Man zum Beispiel eine absolute Katastrophe war, beim Original Barclay Spider-Man, die 106 oder was das war, habe ich auch gehabt. Ich musste mir dann was selber zusammendengeln, aber so, dass ich jetzt sage, so, okay, ja, habe ich fertig, aber jetzt macht mir die Figur keinen Spaß mehr. Zuletzt die Return of Superman-Figuren, die sie rausgebracht haben, die haben mich unglaublich abgeholt. Ich freue mich mega auf Steel, weil der sieht super aus, und was die jetzt gemacht haben, ist, sämtliche extra Hände sind auf kleinen, durchsichtigen Packs drauf, so dass die Löcher für die Packs in den Armen tatsächlich die exakt selbe Weite haben und dieselbe Toleranz wie das, wo du sie raufstecken musst. Das ist eine exzellente Version. Das funktioniert absolut spitze. Aber es ist halt schwierig vom Preislichen her. Also 1 zu 6 bin ich zum Beispiel die meiste Zeit von weg. Ich muss aber auch sagen, ich habe tatsächlich für eine Figur in meiner Sammlung habe ich tatsächlich einen vierstelligen Preis und Betrag bezahlt. Okay, dann bist du ja führend, glaube ich, hier. Also zumindest bei was mich angeht, das habe ich noch nicht gehabt. Ja, das ist mein 1 zu 6 Hulkbuster. Also damals war das, damals brauche ich einen zündenden Funken, um mein Hobby wieder anzukriegen, weil mir hat das tatsächlich keinen Spaß gemacht. Da habe ich gesagt, so, ich habe das jetzt, ich mache das jetzt. Und das hat im ersten Moment hat das verdammt wehgetan, dass das PayPal rausgegangen ist. Und dann habe ich den Klumpen von der Post geholt. Und dann war das auch sofort weg. Aber so soll es ja auch sein, ja. Ich hätte jetzt mal eine Frage an euch zwei, weil ich habe mit Vintage-Sammeln habe ich nicht mehr viel am Hut. Ich habe mir Mask habe ich halt, also schon gar nicht mit Inbox oder auf Karte, weil ich aber generell einfach Auspacker bin. Ich habe überhaupt nichts Inbox, weil ich will das Zeug benutzen, ich will das Zeug posen, ich will das so ins Regal stellen, wie ich Bock drauf habe, und vor allem will ich es auch mal verändern können, wenn ich es vielleicht mal anders haben will. Aber das bin ich. Deswegen ist mein ganzer Mask-Kram und so weiter waren ja hauptsächlich Schrottteile, die ich zusammengebastelt habe. Also unterm Strich ist die Mask-Sammlung gemessen an dem, was sie jetzt, so wie sie da steht, in dem Zustand, was sie jetzt für einen Wert hat, war ich ziemlich kostengünstig dabei. Aber ich sehe ja, was teilweise für verschweißte Mask-Sachen damals verlangt worden sind. Ich habe das jetzt anderthalb Jahre lang nicht mehr verfolgt. Ich hätte ja eher vermutet, dass gerade in den letzten anderthalb Jahren die Preise vielleicht sogar eher nach unten gegangen sind, weil die Leute das Geld nicht mehr so locker sitzen haben. Weil erst gut, in der Pandemie hatten sie erstmal alle plötzlich ganz viel Geld übrig, weil du dann nicht rausgehen, konntest dein Geld nicht versaufen, also hast du dein Geld in Spielzeug angelegt. Und es kam, das war der Stimme dabei, es kamen ja ganz viele neue Leute dazu, die eine Beschäftigung brauchten für die. Das auch, genau. Und haben das verwässert. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass ich momentan eher Leute sehe, die sagen, ich verkaufe meine ganzen Sammlungen hier und da und dort. Dass ich momentan eher das Gefühl habe, dass das Angebot zu groß ist für die Nachfrage, dass ja eigentlich eher dazu führen müsste, dass die Preise wieder runtergehen, rein betriebswirtschaftlich gesehen. Aber ich würde sagen, das Thema ist, dass halt die, wenn so Sammlungen abgegeben werden, also das, was ich so sehe, sind das wirklich auf die neueren Sachen. Es werden dann irgendwelche neueren Transformers-Lines abgegeben, oder es werden die Masters Origins komplett wieder verkauft oder die Masters-Figuren. Ganz viele, die ihre Origins-Sammlung auflösen, ihre Origins nicht mehr haben wollen. Ich bin auch einer davon, muss ich sagen. Ich habe auch am Anfang die Origins, wie sie rausgekommen sind, 2019 waren sie, glaube ich, die ersten Figuren, habe ich sowas von abgefeiert. Ich war wieder ein kleines Kind, wie ich so ein He-Man bekommen habe und so weiter, mit der schönen Karte, wie früher und so weiter. Das hat dann aber über die 2-3 Jahre jetzt so stark abgenommen, dass ich mir jetzt so gut wie keine Figur mehr hole. Also ich bestelle mir die mehr oder weniger auch nicht mehr extra vor. Wenn ich irgendwo mal eine finde, die mir gefällt, nehme ich sie vielleicht mit für 15 Euro. Aber diese ganze Politik, was Masters, was speziell die Origins angeht, mit der Verfügbarkeit, dass es manche Figuren gar nicht nach Deutschland oder nach Europa kommen. Ja, manche Deluxe-Figuren zum Beispiel, die du dann importieren musst für 60, 80 Euro, für eine 15-Euro-Figur. Ja. Manche Figuren halt nur als Exclusive bei Mattel Creations zu bestellen sind, wie zum Beispiel ein Grislaw, die halt früher Standardfiguren waren, die halt einfach dazugehören. Dann hast du den nicht gekriegt, dann hast du deine Kindheitsfiguren irgendwie nicht komplett und so weiter.
dann kommen halt, also so viele Punkte, dann kommen halt die ganzen Varianten jetzt schon wieder raus, ja, wie es halt früher dann auch bei den 2000X Masters of the Universe Figuren waren, da kommt jetzt schon der 15. He-Man raus, da kommt ein Repaint von Roboto raus, auch wenn es die Mini-Comic-Version ist und so weiter. Dann kommen die Sandman raus, mit denen ich persönlich gar nichts anfangen kann, die überhaupt nicht zu Masters dazugehören, trotzdem halt dabei sind. Also so viele Sachen, was mir Mattels eigentlich einfach gemacht hat, mich von den Origins weitestgehend zu verabschieden und das Geld lieber in Vintage zu stecken. Ja, das ist so mein Ding. Und wie gesagt, ich sehe halt, dass auch sehr viele, auch in den Facebook-Gruppen und so weiter, immer wieder ihre Origins anbieten. Von wegen, ich löse meine Sammlung auf, verkaufe alles raus, etc. und so weiter. Bei Vintage sehe ich es nicht, muss ich sagen. Ja, da geht mal die ein oder andere Vintage-Figur über den Dresen. Mhm. Ja, von den Preisen her, wie gesagt, ist es... Also ich glaube, eine Masters of the Universe Vintage-Figur aus den 80ern im Mock, also im original verpackten Zustand, wenn der Blister keine Cracks hat, also kein nicht gerissen ist oder so, wenn die Karte weitestgehend in gutem Zustand ist, also unter 300 Euro, keine Chance. Ja, also eher nach oben hin offen. Und dann hast du halt eine 40 Jahre alte Figur. Weißt nicht, wie lang, also der Blister vergilbt vielleicht, ja, der Blister ist ausgehärtet, wenn du falsch drankommst, hat das Ding einen Riss drin, etc. und so. Also Versand ist schon, oft schon dann. Versand, genau, also Versand ist auch so ein Ding, was ich eigentlich gar nicht mache mit Vintage-Figuren, also die hole ich mir dann, wenn ab, wenn es möglich ist, ja, weil auf dem Postweg, nee, lieber nicht. Also man muss ja sagen, die Figuren waren ja damals in diesen Blistern nicht so wie heute, wo die sich ja keinen Millimeter bewegen können in ihren Plastikgefängnissen, sondern damals waren die ja, standen die in diesem Blister drin und dann schlackern die da halt drin rum und da fällt dann gerne mal auch ein Bein ab, weil diese Masterfiguren, die haben ja diese Gummis in den Beinen, die auch da mal gerne porös werden können, nicht müssen, aber können. Und dann hast du da das Bein drin liegen, das macht natürlich die ganze Optik kaputt. Aber ich kann schon sehen, dass die Preise ein bisschen wieder fallen bei einigen Figuren, die extrem nach oben gegangen waren. Jetzt in der Pandemie, wie du auch schon meintest, denn da ist ja alles explodiert. Auch bei den Comics sieht man das, Spider-Man-Comics, da bin ich so ein bisschen drin. Die sind durch die Decke gegangen mit den Preisen, die gehen langsam wieder ein bisschen zurück. Und auch einige Master-Figuren sehe ich jetzt wieder günstiger, wie ein Mossman zum Beispiel, der super teuer war eine Zeit lang, die erst keiner haben wollte, dann durch die Decke gegangen. Oder auch so eine... Scareglow ist auch voll. Ja, Scareglow ist auch wahnsinnig abgegangen. Aber Scareglow war schon immer eine sehr, sehr beliebte Figur. Die ist also über Jahre, lag der immer schon über den anderen Masters, muss man sagen. Aber auch so Randfiguren wie ein Robo, nee, wie heißt denn der Vogel noch? Multibot. Wie der Multibot. Den wollte ewig immer keiner haben, weil es ist auch ein bisschen obskure Figur und der ist dann auch 400 Euro aufwärts, war plötzlich der Standardpreis und der sinkt jetzt auch wieder ein bisschen ab, kann man sehen. Und der war ja nicht im Blister, sondern der war ja wie Modulok auch in einem Pappkarton, wo du den Inhalt nicht gesehen hast. Ja. Da weiß man auch nicht so richtig, was man kriegt. Ist halt bei Modulok ist es ja auch, habe ihn auch Mock, also original verpackt in Modulok und da hört man ja auch von dem einen oder anderen, dass jemand, der das Ding ausgepackt hat nach 40 Jahren, hat einfach nur noch eine Masse da rausgezogen hat und nicht mehr die einzelnen steckbaren Teile halt zu erkennen waren, so mehr oder weniger. Das ist ein bisschen so das Prinzip Schrödingers Katze. Solange du ihn nicht aufmachst, ist er nicht tot. Das hört sich auch ein bisschen an den Kollegen hier. Da bin ich vor ein paar Monaten, ich nenne es mal günstig, rangekommen. Den echten Preis, denn habe ich hier Anarchie. Das ist G1 Skyquake. Und den gibt es eigentlich in diesem Zustand eigentlich so gar nicht mehr. Der hat alle Raketen und dieses Plastik hier, das ist bei... Nee, der ist noch staubig, den will ich noch fail machen. Den Overlord, den ich habe, der sieht gut aus. Aber Frank, mach doch vielleicht mal das Bild groß, dass wir ihn besser sehen können. Moment, warte mal, das kriegen wir auch hin. Da muss ich halt noch mit dem Pinsel bei. Man sieht das hier jetzt, wo die Helligkeit sich stellt, ein bisschen besser. Das ist einiges an Staub in den ganzen Geschichten. Aber vor allem dieses Gold-Bronze-Plastik und auch das transluzente Zeug hier, die ganzen G1-Figuren damals, die haben unfassbare Probleme gehabt. Ganz viele Figuren kriegst du in der Form so eigentlich gar nicht mehr. Also Form ist hier vor allem das entscheidende Wort, weil ganz viele hast du eigentlich nur noch so in Form von Konfetti eigentlich rausgekriegt. Und ich hab echt Schwein gehabt. Also ich bin jetzt einfach mal so frei. Ein Kollege kam an,
ja, ich habe noch Transformers zu Hause, soll ich dir die mal mitbringen? Ich so, ja, okay, nächsten Tag bringt er die mit. Und da ist Skyquake und ein Overlord in der Tüte und sagte, ja, nimm mit. Und also, wer ungefähr im Transformers-Sektor Bescheid weiß, der weiß, dass ein G1 Overlord original verpackt einen vierstelligen Betrag wert ist. Und selbst nicht original verpackt mit etlichen Teilen am Fehlen locker noch 300, 400 Euro. Teile für Overlord gerne 50, 60 Euro, was einzeln ist, eine Rakete oder eine Rampe oder sowas. Und jetzt habe ich hier die Dinger so stehen und habe den Overlord mir jetzt momentan in diesem Zustand, dass ich mir halt ein paar Sachen halt dazu gekauft habe. Die Rampen, die vorne, die hier dran sind, das, was hier oben drauf war, war kaputt. Das habe ich selber wieder repariert. Den habe ich jetzt effektiv eine Ecke entstaubt. Also so wie der hier jetzt steht, dürfte der jetzt wieder eine Ecke mehr wert sein. Aber es ist Vintage, Masters, Mask, Transformers ist alles immer völlig absurd. Mhm. Und Transformers, wie gesagt, war ich nie mit drin, kannte ich nie, aber das ist ja ein Brocken, ist das ja. Ja. Von wann sind die? 84, 85 auch? Oder? Ich glaube, Overlord ist von 86, oder? Ist auf jeden Fall. Overlord müsste 86, 87 sein. Ja. Der Skyquake davor, okay. Der ist von 91 oder 92. Ja, der ist später. Das ist schon kurz vor G2 und kurz vor den europäischen Action Masters und so weiter. Und der Overlord, der ist in Deutschland tatsächlich rausgekommen, obwohl er absurderweise gar nicht großartig, ich sag's mal so, Airplay hatte, weil der war halt damals in Victory und Headmasters unterwegs. Und japanische Sendung. Rein japanisch. Kriegt man auf Deutschland teilweise gedubbt, aber nichtsdestotrotz. Und der hat halt, du kannst den Oberkörper verwandeln in einen Jet, die Beine kannst du verwandeln in einen Panzer, das ganze Ding kannst du zusammenstecken in einen Superjet-Tank-Modus und das Ding hat einen Base-Mode. Das heißt? Dass das ganze Ding eine große Basis ist. Und du hast halt in der Brust hast du eigentlich die beiden Figuren, die wahren Steuerroboter sozusagen sind, nämlich Mega und Geiger. Die sind von einem anderen Planeten und die befehligen das Ding eigentlich. Rein im Transformers-Lore gesprochen ist Overlord nicht ein eigenes Wesen, sondern sozusagen nur ein Vehikel. Aber das geht jetzt schon ein bisschen mit dem Lore los und ich werde es nicht völlig ausrasten. Ja, spannend. Alles gut. Ich habe noch nie gehört vorher. Nee, ich auch nicht. Aber wie gesagt, Transformers war nie meins, hatte ich nie Berührungspunkte gehabt. Ich muss mich jetzt outen. Wahrscheinlich, Gott sei Dank, sitzen wir nicht zusammen, sonst kriege ich Schläge wahrscheinlich. Weil ich hab den ersten Transformers-Film gesehen von Michael Bay und fand den richtig gut. Was nicht der erste Transformers-Film ist. Der erste Realfilm? Oder? Es gab ja, glaube ich, einen Zeichentrickfilm. Der, genau. Wo auch, oh Gott, ich bin so schlecht da drin. Den Zeichentrickfilm, wo der, wie heißt er denn? Der Chef von den Transformers gestorben ist, ist das richtig? Optimus Prime getötet wurde. Genau. Eine ganze Generation Kinder traumatisiert wurde. Genau. Das hab ich auch immer so gelesen oder dann gesehen, ja, wo sie alle fassungslos waren. Ja, und eine kleine Anekdote dazu. Die Leute, die Charaktere in dem Film, die sterben ja schon etwas unrühmlich. Wenigstens im Kampf, aber etwas unrühmlich. Grundsätzlich ist ja der Transformers 86er Zeichentrickfilm einfach nur ein Riesen-Commercial. Und zwar ein Commercial von das alte Zeug, das braucht ihr nicht mehr kaufen, das könnt ihr auch nicht mehr kaufen. Es gibt jetzt die nächste Linie, die kommt jetzt demnächst in die Läden. Was haben sie gemacht mit dem Originalcast aus den Staffeln 1 und 2? Die haben sie einfach komplett einmal, ich nenne es mal ganz nett, über die Regenbogenbrücke gebracht. Der eigentliche Plan war halt ein richtiger Storm of the Lights Brigade. Wenn das einem niemand das sagt, man hat einen Canyon, die Helden laufen durch den Canyon, oben stehen die Feinde, und die schießen einfach nur runter. Und die ganzen Helden werden alle einfach nur abgeschlachtet. Und das war eigentlich der Plan damals. Eigentlich sollten die Original-Transformers damals so gehen. Und da wurde damals schon gesagt, das ist vielleicht ein bisschen zu traumatisierend für die Kitties. Also am Ende ist es wenigstens nur Optimus Prime geworden. Aber es sind halt teilweise so Ein-Sekunden-Auftritte für Charaktere wie Wheeljack und Windcharger gewesen, die halt Mainstays in der Sendung waren. Eigentlich ist nicht eine Folge ohne die nicht abgelaufen. Und im Film liegen die da einfach nur schon grau und leblos. Und der neue Weibliche hat da guckt so, oh, okay, weiter. Mehr war das nicht. Das war so ein Loki-Moment. Yes, very sad. Anyway.
Wahnsinn, okay. Ja, aber was, nochmal, Transformers nicht so meins. Was sagt ihr zu den Realfilmen? Also ist das so für einen Transformers-Fan so der Worst Case? Ist das so das Schlimmste, was es gibt? Oder sagt ihr, der ein oder andere ist doch gar nicht so verkehrt? Ich habe jetzt gerade erzählt, ich lasse mal Dennis das Wort. ich fasse mich da ganz kurz. Die Filme sind ganz wichtig gewesen fürs Franchise, weil sie zu dem Zeitpunkt, es gab zwar immer wieder, auch nach der Originalserie gab es Fortsetzungen, es gab die Beast Wars-Serie mit den Tieren, ne? Und dann gab es halt noch diverse japanische Serien und Fortsetzungen. Es gab immer wieder, gab es irgendwas, aber das Franchise war eigentlich mehr oder minder so eine Randerscheinung nur noch, irgendwo so im Schatten unterwegs für die Hardcore-Die-Hard-Fans. Ja. Und der Film hat mit einem Schlag das ganze Franchise wieder voll in den Mainstream gezogen. Das ist so. Und Da muss man neidlos anerkennen, hätte es den Film nicht gegeben in dieser Art und Weise, wäre Transformers heute nicht da, wo es heute ist. Das muss man schon sagen. Ich fand den ersten Film auch gut. Der Humor war nicht so meins, aber ich glaube, der Gesamtspirit, der stimmte noch so einigermaßen. Ja, überschaubar. Die Effekte waren gut, die Effekte waren immer gut, aber die Story war auch noch greifbar, der Cast war überschaubar. So. Der war okay, der Film. Der war echt in Ordnung. Ja. Und dann ging es halt die totale Talfahrten, ne? Nur noch riesige Materialschlachten, der Humor wurde immer platter und dümmer, die Filme wurden immer länger und unübersichtlicher mit x völlig unnötigen Subplots und so sehr, dass es halt spätestens mit dem fünften Teil auch wirklich dann finanziell vor die Wand gefahren hatten, mit dem Bumblebee-Film dann so ein Soft-Reboot versucht haben und jetzt seit vorgestern ist ja der neue Film in den Kinos, da gehen wir morgen rein. Ich wollte gerade sagen, guckt euch den an. Sagen, ja, okay. Ja, auf jeden Fall. Da gehen wir morgen, haben wir gesagt, mal ein bisschen Rudel gucken machen, gehen wir mal mit 4, 5 Leuten, treffen uns in Hannover und gucken dann in Hannover mal Rise of the Beasts. Mhm. Und von daher, die Filme waren extrem wichtig, waren qualitativ, aber wirklich, sagen selbst Fans der Filme, sagen, Teil 1 ist gut, Teil 3 ist okay, Teil 2, 4 und 5 sind ziemlicher Käse und Bumblebee spaltet so ein bisschen die Leute, weil der natürlich nicht mehr diese Materialschlacht war, sondern das ist ja ein bisschen mehr so ein Mädchen und ihr Hund, ne? Das ist ein Prequel, mehr oder weniger, oder? Glaube ich. Bitte? Das ist ein Prequel, das spielt vor den anderen oder irgendwie sowas? Nein, das ist im Prinzip ist es ein Soft-Reboot. Also die ganze hat, das ist auch so ein Punkt, die ganzen Filme haben überhaupt keine vernünftige Chronologie. Also das gibt ja alles überhaupt gar keinen Sinn, die Zusammenhänge. Und der Film ist wirklich im Prinzip, zwar ästhetisch, hängt ja noch so ein Stück den alten Film, also den ersten 5 Filmen an, ist aber von der Story, vom Universum her davon losgelöst und beginnt das Ganze mehr oder minder von vorn. Du hast jetzt auch schon wieder Berichte gehabt, dass der neue Film sich jetzt da vielleicht doch wieder in die Bay-Filme so ein bisschen... Also es ist ziemlich Nein, es ist vorbei. Ist auch, ja, ich weiß, ich habe schon wieder Gegendarstellung gelesen. Es ist mir am Ende des Tages mittlerweile so konfus, es ist mir auch egal. Ja? Die Filme waren wichtig, die Filme sind aber qualitativ nicht gut, das sagen selbst die Fans der Filme sind. Und von daher bin ich mittlerweile auch vollkommen... also ziemlich gegen Realverfilmungen von Zeug. Die Leute sagen immer, wir müssen Mask verfilmen. Und ich sage immer, um Gottes Willen, bitte verfilmt nicht Mask. Nee. Das kann nur in die Hose gehen. Masters of the Universe, der Film. Ah. Ja, ist auch sowas, wo ich nicht weiß. Nie wieder was kommt. Den ersten Film mit Lumpy, der hat halt massiven Kultcharakter. Aber objektiv gut ist der halt auch nicht. Nee. So. Und der hat ja auch so eine Hintergrundgeschichte, aber wieso er vielleicht nicht so gut ist, aber... So, der Michael war oder ist online von Planet Eternia. Ja. Ja, und sein Pendant, der Gordon, der sagt ja auch immer, dass nie mehr ein Masters of the Universe-Film kommt. Das ist ja so ein Running Gag bei denen. Ja, und dann hieß es ja irgendwann, dass Netflix irgendwie was machen will, etc. Und ich hoffe auch inständig, dass da nie wieder was kommt, weil das kann einfach nicht gut werden. Die Zeit ist einfach vorbei. Ich bin auch Fan, wenn die lieber was Vernünftiges machen im animierten Sektor, wie zum Beispiel Revelation und jetzt in Zukunft dann auch Revolution. Das ist spitze, das habe ich mega gern geguckt. Das habe ich auch nicht nur 2 oder 3 Mal geguckt, das habe ich effektiv, wo ich tatsächlich 5 oder 6 Mal geguckt. Ich gucke jetzt aktuell, gerade Voltron Legendary Defender in der 6. oder 7. Auflage. Also die Sendung hat mich auf so einem hohen Level erwischt, das ist einfach unfassbar. Da sieht man einfach, was wirklich möglich ist. Kennt ihr euch mit Voltron so ein bisschen aus? Voltron ist dasselbe Alter, auch aus den 80ern, ist aber tatsächlich ein Anime. Originaltitel Beast King Go Lion. Und das ist halt eine Truppe von 5 Löwen, die sich zusammenschließen zu einem großen Roboter, der entsprechend Voltron heißt. So. Und das wurde in Staaten eingekauft. Und eigentlich sollte
Es gab eine andere Serie, die sich dann nannte Gaogaigar. Das war ein großer Roboter, der einen großen Löwen auf der Brust hatte. So. Und war das nicht sogar dieselbe Produktionsfirma wie Transformers damals? Ich bin der Meinung. Im Zweifel war es immer Saban. Wenn es nicht Sunbow war, war es im Zweifel immer Heinz Saban. Genau, das ist so. Und das Oberhaupt von dieser Truppe, der sie dann entsprechend Voltron in Deutschland oder für den westlichen Sektor eingekauft hat, sagte dann: Ja, ist mir egal, ich will den mit dem Löwen. Und er meinte eigentlich Gaogaigar. Und bekommen hat er dann aber Voltron, was aber trotzdem funktioniert hat. Fast forward 30 Jahre, es gab 2018 gab es eine Neuverfilmung über 8 Staffeln auf Netflix, Voltron Legendary Defender, die sämtliche Epochen von Voltron in eine Serie reinpackt, und zwar in so einer dermaßen geil kohärenten, epischen Geschichte, die ist so gut, und ich verstehe bis heute nicht, warum es keine Premium-Figuren zu der Serie gibt. Ich laber Dennis so gefühlt alle paar Monate immer mal wieder dazu und er will eigentlich ganz gerne irgendwie auch mal versuchen, aber er bleibt nicht wirklich an der Sendung hängen. Passiert. Ich hab's versucht, es hat nicht funktioniert. Nee. Ja, ist bei mir aber auch so. Wir sind hart abgeschweift übrigens vom Thema. Härtestens, ja. Ja, das ist aber trotzdem interessant, vor allem, weil ich halt, wie gesagt, zum Beispiel bei Transformers gar nicht so drin bin, ich es aber trotzdem interessant finde. Jetzt haben wir aber die ganze Zeit irgendwie über Filme und Serien gesprochen. und eigentlich wollten wir über Vintage-Toys sprechen jetzt am Ende. Oder jetzt im zweiten Part. Der Overlord war gerade Vintage. Ja, okay, gut. Da war nicht alles schlecht. Nein, Quatsch, alles gut. Ich habe einfach mal auf meinem Kanal, ich blende es gerade mal kurz ein, ich hatte auf meinem Kanal einfach mal eine Umfrage vor ein paar Tagen gemacht. Da haben 100 Leute etwas mehr abgestimmt. Was denn die Abonnenten bei mir halt so sammeln. Und habe halt zur Auswahl gegeben: Vintage Toys, neue Toys, Filme, Serien und Hörspiele. Hörspiele sind recht abgeschlagen gewesen. Die Toys machen halt mit 73% den größten Anteil aus und ganz speziell halt die Vintage Toys dann nochmal 44%. Also sehr viele Vintage Toy-Sammler bei mir auf dem Kanal. Und würde jetzt einfach mal hier so durchblättern. Ich habe einfach mal auf eBay geguckt, für was die letzten Sachen so weggegangen sind. Das ist jetzt keine Referenz, sondern einfach nur mal so ein kurzer Überblick. Ich habe hier ein paar Masters of the Universe Sachen, wo man halt sieht, dass halt die Sachen, ja, man muss immer vorsichtig sein, ob sie wirklich für den Preis weggegangen sind, ob das irgendjemand sich selbst gekauft hat und wieder neu eingestellt hat oder was auch immer. Wie gesagt, keine Referenz, aber einfach mal, dass man so einen Überblick kriegt. Ja, wie ich schon gesagt habe, also eigentlich Mock-Figuren, der Rockon ist es unten, glaube ich, für 439 Euro, wenn der in einem super Zustand ist, ist das eigentlich ein normaler Preis, würde ich fast sagen. Also, ich finde es eigentlich totaler Wahnsinn, dass so eine Spielzeugfigur diese Preise erzielt, aber das ist halt der Markt. Das ist echt heftig. Ich muss auch mal kurz sagen, ich will hoffen, dass die New Eternia nochmal Rockon und Stone da rausbringen. Oh, das wäre cool. So richtig schön steinernmäßig mit diesem Zusatzkram, den voll zum Meteor zu machen. Das wird sofort gepreordert. Das waren welche meiner liebsten Figuren. Wirklich? Ich muss aber sagen, wenn ich die Preise da so sehe, ich meine, es wundert einen ja nicht. Ich meine, was ich vorhin gesagt habe, ist ja immer noch wahr. Vintage Toys, mit jedem Tag, der vergeht, gibt es weniger davon. Genau. Irgendeinem fällt was runter, irgendwas geht verloren, irgendwas geht kaputt, wie auch immer. Und das heißt, das Angebot an Vintage wird ja kontinuierlich kleiner. Natürlich. Und spannend ist immer so, es gab mal bei Mass, gab es mal vor 2 Jahren oder so, gab es so ein Lagerhausfund in Chile. Ja. Ja. Ne, da haben sie boxenweise, haben sie hier Dynamo und Manta und so, ne? Genau, der berühmte Chile-Fund. Mhm. Hast du, glaube ich, auch ein Video gemacht, so, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ja, genau. Mhm. Ne? Und da hast du halt dann gesehen, dass schlagartig halt plötzlich gab es ein massives Überangebot und schon hast du einen original verpackten Dynamo bekommen für einen Fuffi. Ja, und dann war das überhaupt nicht mehr so das große Problem. Also, gerade der Manta hat sich richtig nach unten bewegt im Preis. Der war der ging ja schon Richtung 500 und dann auf einmal war er bei 200 unterwegs ungefähr. Exakt. Und das auch nur deshalb noch so hoch, weil bei Manta halt die Nachfrage höher war, weil es halt ein Cartoon-Fahrzeug war. Dynamo war Splitsecond, es gab ja keinen Cartoon, so hat ja eigentlich keine Sau interessiert. International schon gar nicht, es war ja mehr oder weniger eine Europa-exklusive Toyline. Und diese Mechanismen funktionieren halt und ich bin mir hundertprozentig sicher, würden sie morgen am Tag irgendwo ein Lagerhaus finden, wo 500 Rockons drin liegen,
dann kriegst du den auch nicht mehr für 400 Euro los. Was du gerade gesagt hast, finde ich aber nochmal ganz interessant, dieses, machen ja viele gerne als Referenz beendete Angebote auf eBay, ne, und dass die Leute das selber kaufen und so weiter, da muss man jetzt in Zukunft sogar noch wieder mehr drauf aufpassen, weil mittlerweile ja eBay keine Gebühren mehr hat für Privatverkäufe. Ja. Früher hast du ja, wenn du es selber gekauft hast, hast du ja wenigstens als Strafgebühr, hast du ja wenigstens einen Zehner gelascht oder so. Genau. Das fehlt ja jetzt komplett weg. Das heißt, da werden die Leute noch mehr drauf gehen. Und das ist das Schwierige dabei. Deswegen finde ich dieses eBay-beendete Angebote immer so fatal, dass die Leute dann dahin gehen und denken, das sind die Preise. Ja, ja. Und das Schlimme ist, jeden Tag steht ein Dummer auf. Es muss ja nur ein einziger. Ich hatte vorhin erst wieder gesehen, in der Transformers-Gruppe teilen es auch gerne immer wieder mal irgendwelche Absurditäten. Irgend so ein Ding für 2.500 Dollar oder so. Es muss ja nur ein Dummer aufstehen, ganz, ganz ohne Betrug oder des Verkäufers, der das Ding kauft, weil er es unbedingt haben will oder weil er die Kohle halt locker sitzen hat, also ich will das halt haben, ist mir egal. So. Genau, das muss man halt auch noch bedenken. Also es muss ja nicht immer eine dumme Person sein. Es gibt auch Leute in unserem Alter, die haben einfach das Geld und sagen, ja, ist mir egal, dass die 400 Euro kostet, sieht doch gut aus, nehme ich. Exakt. Entweder denken sie nicht so weit oder ist es ihnen schlicht egal. Ich habe festgestellt, dass wenn Leute viel Geld haben, ist es ihnen meistens schlicht egal, dass du in dem Moment ein Faktum schaffst. Dann steht das als verkaufter Artikel da drin und sendet original halt das Signal an alle anderen, die das vielleicht auch zu verkaufen haben, das geht für den Preis. Und das dann kombiniert mit diesem, was ich ja immer am schlimmsten finde, wenn ich Vintage gekauft habe, hier im Bereich von Mask, Sachen, die ich immer, außer etwas, was ich unbedingt haben wollte, da habe ich so eine Anzeige vielleicht mal aufgeklappt, aber ich immer wenn die Leute nicht mal eine Preisvorstellung drin haben. Ja. Sondern wenn die Leute sagen, so, ich habe hier was, biet mir was an, ich weiß, was das wert ist. Und denke, wenn du weißt, was das wert ist, schreibst du rein. Wobei, werde ich nicht drauf reagieren. So eine Post finde ich fast so absurd, wie in irgendwelchen Gruppen, so, ich habe jetzt 200 Euro auf PayPal bereit, bietet mir einfach irgendwas an. Ja, ist auch schön. So, ganz egal, was für eine Ausrichtung. Das kann von Masters bis zu Mask, von Storm Collectibles zu Hot Toys in irgendeinem günstigen Bereich, wo ich mir auch denke, so, Leute reden davon, dass Leute völlig die Kontrolle über ihr Leben verloren haben, wenn der Reißverschluss aus Versehen an der Decke oben ist. Wenn ich bei 200 Euro einfach stumpf bei Facebook einen Post aufmache und sage, ich habe hier 200 Euro, die will ich einfach in die Geldblasen. Das ist der wahre Kontrollverlust für dich. Das stimmt. Ganz kurz, Tim, weil du geschrieben hast, G1 Optimus gibt es nicht in größer. Ich glaube, er spielt auf den Power Master an. Das war ja für viele der G1 Optimus. Das kann sein, ja. Okay. Ne? Und der war entsprechend größer. Der Overlord ist tatsächlich noch größer als der kombinierte G1 Power Master Optimus Prime, ja. Was ich ganz interessant finde, wo wir hier gerade über die Kommentare sprechen, Jana hat geschrieben, Vintage entsteht mit den Jahren immer wieder neu. Kann ich nicht bestätigen. Nee, doch, ist auch so. Klar, wenn du überlegst. Wenn du zum Beispiel, aber, es ist ein Punkt. Ich denke, sie geht in eine Richtung so New Eternia. New Eternia ist eine neue Variante von alten Figuren. Aber das ist quasi die neue Version, die man vorher so in der Art noch nie hatte. Das ist für spätere Generationen ist das Vintage. Genauso wie die Bayverse Transformers, wie der 2007er Film, für viele der Ansatz war. Ja. Aber nur auf den Zeitfaktor gesehen, nicht auf den Wertfaktor gesehen. Wir sprechen ja gerade über Werte. Nie wieder werden Figuren, die heute neu sind, irgendwann mal alt sind, diese Preise erreichen. Das wird es nie mehr geben, weil es gibt einfach diese Märkte nicht mehr. Man sieht es ja jetzt schon, wenn man sich die Toys aus den 90ern anguckt. Es gibt keine 90er-Jahre-Toys, gut, vielleicht ganz, ganz wenige Ausnahmen, die diese Preise erzielen, wie die Toys, die noch ein paar Jahre nur davor rausgekommen sind. Guck dir die ganzen Lines an zu Raumschiff Enterprise, die von Kenner oder von wem die waren. Ne? Gut, da gibt es natürlich auch kleine Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist dieser ganze Kram oder auch zu Demolition Man und auch teilweise zu Jurassic Park. Das wollte ich gerade sagen. Wobei Jurassic Park ja eigentlich schon preislich auch eine Wertsteigerung hat, sehe ich. Aber was gab es denn in den 90ern wirklich für langlebige Toylines? Ja. Also, ich habe jetzt ein paar Toylines gesehen, auch wie ich in Bensheim war im Mai, bei dieser Luxor Fantastik Veranstaltung, da gab es halt auch Toylines, da gab es halt alles, was in den 90ern war. Demolition Man, wie du gesagt hast, Last Action Hero Figuren und sowas, das waren aber alles Sachen, entweder gab es die in Deutschland gar nicht. The Shadow, genau. Oder es gab halt fünf Figuren in dieser Toyline und das war immer zu filmen.
und die kriegst du jetzt für, keine Ahnung was, maximal 20 Euro hinterhergeschmissen immer noch. Und jetzt musst du überlegen, die sind auch schon bald vielleicht 30 Jahre alt. Ja, genau, die interessieren niemanden mehr. Aber was auch noch ein Punkt ist, selbst langlebige Sachen wie die Superman-Toys, die Batman-Toys, die X-Men-Toys, die Spider-Man-Toys, alles aus den 90ern von Teubes und Co., hat alles keinen Wert heute. Das ist krass. Mhm. Du kriegst diese X-Men-Figuren, die kriegst du für 10, 20 Euro. Diese ganzen Superman-Toys von Kenner auch nichts wert. Daran sieht man eben schon, das waren keine Spielzeuge mehr, wo die Kinder so damals dran gehangen haben, dass die heutigen Erwachsenen die im großen Stile kaufen wollen. Das ist nicht interessant. Und was natürlich auch noch ein Punkt ist, gerade diese Superhelden, die kommen natürlich auch immer wieder neu raus. Und vielleicht kaufe ich mir dann lieber eine moderne X-Men-Figur mit richtig geilem Sculpting, mit richtig coolen Gelenken und Effekten und gebe dafür meine 100 Euro aus, anstatt 20, 30 Euro oder vielleicht auch eben 100, wenn der Sammlermarkt größer wäre, für so eine alte Figur, die aus heutiger Sicht eben nur das Vintage-Herz höher schlagen lässt, aber nicht das des erwachsenen Toy-Sammlers, der sagt, ich will geile Sculptings haben. Ja, so. Weißt du, was, glaube ich, ein ganz, ganz relevanter Faktor dabei auch noch ist, ist, dass für die Toylines aus den 90ern die Fanbase gar nicht so da ist, weil in den 90er Jahren die Zeit der Actionfigur eigentlich schon vorbei war. Das war nämlich die Zeit der Videospiele. So, und jetzt guck mal, was alte Gameboy- und NES-Spiele original verpackt kosten. Das ist nämlich das Vintage-Toy der 90er, sind die alten Videospiele. So sieht's aus. Das ist nämlich genau der Punkt. Die ganzen, im Prinzip, die 80er hatten zwei Vorteile. Zum einen, es gab wenig Alternativen. Wenn du ein cooles Spielzeug haben wolltest, dann hattest du Lego oder Actionfiguren. Als Junge jetzt. Ich kann jetzt nicht für die Mädels da draußen sprechen. Ne? Und hier ist ja so alles kreuz und quer. Es gab keine Alternativen. Dann sind diese ganzen Sachen sind in so einem schwarzen Flohmarktloch verschwunden, bevor es wirklich das Internet gab. Und dann ist diese Generation groß geworden und hat nach und nach ist in das Alter gekommen, wo sie plötzlich überflüssiges Einkommen hatten und ist eingefallen, hoppala, alte Spielzeuge. Dann sind sie auf die Suche gegangen und dann gab es Dachbodenpfund und allen möglichen. Das gibt es für die ganzen modernen Toylines nicht mehr. Und auch wenn sowas wie beispielsweise Moto Classics, ich glaube, das ist das, was wer hat das gesagt, Tanja? Oder? Diana. Nee, Diana war das, ne? Genau. Classics wäre für mich sowas wie ein neues Vintage. Das ist eine Reihe, die es lange nicht mehr gibt, die ist lange ausverkauft, die mittlerweile zu höheren Preisen gehandelt wird, als sie ursprünglich mal war, weil es sie halt einfach nicht mehr gibt. Das ist eine Art Vintage-Line, aber anders. Mhm. Nur diese war ja die war nie so richtig verschwunden. Die 80er-Toylines sind streng genommen irgendwann mal verschwunden gewesen und jetzt tauchen die überall wieder so ein bisschen auf. Und alles, was danach kam, ist einfach von Videospielen abkassiert worden. Viel, das stimmt. Ja. Genau, hier steht es auch gerade nochmal, heute hat das Spielzeug nicht mehr den Stellenwert wie früher. Das ist ja auch so ein Punkt, das ist alles so schnelllebig geworden. Ein Kind hat heute eine viel kleinere Phase, wo es überhaupt vielleicht mit Actionfiguren spielen will. Und danach kommt ja sofort das Tablet und kommt sofort die Spielkonsole, was wir damals ja gar nicht hatten. Ne, damals, wenn du eine Actionfigur da widerspreche ich entschieden. Okay. Das kann eine Entwicklung sein, das muss aber nicht sein. Das ist kein natürlicher Kreislauf. Ich habe gestern erst wieder, ich meine, gut, klar, jetzt wächst mein Junior wahrscheinlich in einer für einen Achtjährigen eher unüblichen Umgebung auf, dass er im Prinzip neben seinem Schlafzimmer einen kompletten Spielzeugladen sitzen hat. Ja. Aber ich habe gestern, es war voll geil, gestern hat er einen Kumpel zu Gast gehabt und die haben eine halbe Stunde oder Stunde haben sie Minecraft gespielt auf der Switch. Und dann sind sie rüber in sein Zimmer, irgendwann gehe ich dran vorbei und dann saßen sie auf dem Boden mit Origins, Skeletor, He-Man, Battlecat und Pantor und haben Actionfiguren gespielt. Also, wenn du ihnen die Möglichkeit dazu gibst und ihnen die Freiräume dafür gibst und du als Elternteil das auch ein Stück weit regulierst und dich nicht erpressen lässt von der Gesellschaft, alle müssen jetzt ein Tablet haben, geht das wunderbar. Ja, ich will auch nicht sagen, dass es nicht mehr funktioniert. Ich will nur sagen, es gibt heute einfach ein so breites Angebot, dass ich glaube, dass diese Phasen einfach kürzer werden. Wenn ich überlege, ich habe gespielt von, ich glaube, wo ich 4 war, bis wo ich ungefähr 14 war, fast, ne, mehr oder weniger. Das war eine unglaublich lange Zeit, wo ich immer mit Actionfiguren gespielt habe. Und ich glaube, heute kommt viel früher diese Phase, wo man sagt, brauche ich nicht mehr, ist irgendwie uncool und so. Ja, wobei bei uns war es damals auch so. Ich meine, wir hatten auch, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, wir hatten auch damals mit drei Brüdern, meine Brüder hatten Star Wars-Figuren damals, ich habe dann mit He-Man angefangen, wir hatten aber auch von Anfang an Atari, ein 2600, mit dem wir halt auch gespielt haben, aber das war halt
wirklich strikt limitiert von meinen Eltern. Ja, wir durften dann halt, weiß ich was, am Wochenende mal eine Stunde Atari spielen oder sowas und das war's dann. Den Rest mussten wir uns mit anderen Sachen beschäftigen und dann haben wir halt mit Actionfiguren gespielt, wir haben gemalt, wir haben keine Ahnung was gemacht halt, wir waren draußen im Wald oder sowas und ich weiß nicht, also ich glaube, das ist einfach auch eine andere Generation, ja, die wachsen halt mit dem digitalen Kram auf, ja, die werden sofort mit konfrontiert, sobald sie auf der Welt sind, gefühlt, mit Handys, mit Tablets, mit Streaming, mit keine Ahnung was, dass die Actionfiguren wahrscheinlich auch zu kurz kommen, wenn die kleinen Kinder vielleicht auch in die Schule gehen und jeder hat ein Handy dabei, weil sie auch erreichbar sein müssen oder sollen oder so. Und dann, weiß ich, könnte ich mir vorstellen, dass sie halt einfach, ja, dass sie halt einfach gar nicht mehr, wie sagt man das denn? Dass sie gar nicht mehr diesen Willen haben, halt einfach mal eine Figur zu nehmen, draußen in den Sandkasten zu gehen und damit ein bisschen halt, was weiß ich, was zu spielen, sondern ich setze mich lieber dahin, pack mein Handy aus, ja, und mein Tablet aus und spiele da irgendein schönes Spiel, wahrscheinlich noch mit einem Kumpel, der in drei Orte weiter wohnt, mit dem ich mich vernetzt habe oder sowas. Ja, könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht genau. Aber wo du das gerade schon sagst, genau das, weißt du, damals Matchbox, die ganze Matchbox kriegst du runtergenommen in Sandkasten, weißt du, hast da Tunnelsysteme gegraben und verdichtet, damit die Dinger da immer reinrollen können. Egal, was du gemacht hast, du bist wieder nach Hause gekommen, die Matchbox waren völlig hin. Kurz voll vergessen, die sind nirgendwo mehr hingerollt. Oh ja. Aber ich sag mal, zum einen ist es, also was mir aufgefallen ist, dass wir früher hattest du weniger. Also war die Bandbreite von Spielsachen nicht so groß. Also wenn ich Moto und Mask hatte, hatte ich mindestens drei Kumpels, die auch entweder Moto oder Mask hatten. Also du konntest dein Mask-Ding nehmen und konntest zum Kumpel fahren, der hatte auch Mask, konntest du Mask spielen oder Moto oder was auch immer. Also das war immer irgendwie so ein bisschen kompatibel. Das ist heute schon schwieriger, weil es viel mehr Bandbreite gibt. Geht dann, so. Ja, doch. Also ich kann nur sagen, was ich so mitkriege. Ne? Das eine Kind jetzt, keine Ahnung, gerade mit Bakugan beschäftigt ist, das andere ist vielleicht gerade auf Pokémon und das dritte ist bei, was weiß ich, also gefühlt. Was war das erste? Bakugan? Was ist das denn? Bakugan sind tatsächlich witzig, das sind so kleine, das sind so Kugeln, da ist ein Magnet drin und wenn die über so eine Metallkarte drüber rollen, dann klappen die auf und dann sind da irgendwelche Monster drin versteckt und die kannst du so gegeneinander antreten lassen, das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept, finde ich ein ziemlich geile Toyline eigentlich. Aber gibt es auch schon ewig und drei Tage. Nee, aber das finde ich, ist das eine, die Tatsache, dass halt auch auf die Kids mittlerweile halt viel mehr von außen einprasselt als früher. Das kennen wir ja heute auch. Wir sind völlig informationsüberfrachtet. Mhm. Und das geht den Kindern doch am Ende des Tages dann kein Stück anders. Und du musst ihnen halt einfach auch die Freiräume dafür geben. Ne? Wie viele Eltern sagen, du musst dreimal die Woche, du musst zum Sport, du musst hier, du musst da, du musst das tun. Und wir sind halt so drauf, weißt du, wenn kann ich mich verabreden? Ja, verabrede dich und dann geht halt raus, macht irgendwas. Und dann machen die da auch schon was. Und die sind auch ganz, sind den ganzen Tag sind die irgendwo draußen unterwegs, rennen über die Spielplätze. Gut, Wald ist jetzt hier so direkt nicht greifbar, aber ich glaube halt, wenn du Kindern von heute die Chance dazu gibst, dann machen sie das schon. Aber ich bin bei dir, ich glaube, es hält nicht mehr so lange an, dass du, keine Ahnung, mit 13, 14 und so weiter, sind die dann doch schon so vereinnahmt von, weil ich denke, der Reiz schon von mit der 9 Reiz von oder den 10. Dingern hier ist einfach zu groß. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde, es gibt heute gar nicht so ein großes Angebot an richtig coolen Action-Toylines. Also, wenn ich mal so hin und wieder durch die Spielzeugläden streife. Nee, Action nicht. Nee, das stimmt. Da ist nicht so viel. Es gibt immer diese Marvel-Figuren, ne, zu irgendwelchen Filmen, die gerade aktuell sind. Dann gibt es immer irgendwas mit Dinosauriern. Aber dass ich sage, das sind jetzt so richtig innovative Spielzeuglinien, wo sich vielleicht auch irgendein Action-Feature mal verbirgt, sieht man, finde ich, nicht mehr viel. Ja, ist das nicht ironisch, dass die einzige Toyline, die nicht ausstirbt, Dinosaurier sind? Ja, das ist gibt es jetzt übrigens auch von, ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder ob es interessant ist, aber von Jurassic Park zum 30-jährigen Jubiläum gibt es ja von Hasbro ist es wahrscheinlich auch, also ehemals Kenner, glaube ich, ja. Ich bring mal mein Lieblingszitat aus den letzten Monaten. Ach, wirklich? Okay, ja, auch wirklich, wirklich neue Figuren, ja, im auch wieder mit Verpackungsdesign von, 1993. Ja, die haben wir tatsächlich auch bei uns. Nein. Die haben wir nicht, ja. Habe ich noch nicht gesehen. Nein, die haben wir nicht. Es gibt... Die neuen Jurassic Park, wir reden nicht, die Jurassic, oder du meinst jetzt diese Transformers-Kollaboration oder meinst du die Hammond Collection?
Weder, also ich meine beides nicht, sondern es gibt eine Figur mit dem alten Jurassic Park Logo mit 30 Jahre Anniversary Stempel drauf. Das ist gibt es einen Tyrannosaurus Rex und es gibt ein wie heißt er denn? Jeff Goldblum Figur mit Zubehör, mit einem Dinosaurier. Die habe ich jetzt schon gesehen. Also den haben wir jetzt nicht, aber wir haben die Hammond Collection bei uns und die hat auch den 30th Anniversary Stempel. Ah, okay. Genau, okay, das sind aber neu designte Figuren. Ja, ja. Weil die anderen sind halt im Design oder im Aussehen oder gemacht wie die von 1993, genau. Also quasi Retro. Ja, ja. Ich dachte, du meinst, es war jetzt gerade, gab es wieder es gibt so eine Transformers Collaborative Line, wo sie halt irgendwelche Crossovers machen mit Ghostbusters zurück in die Zukunft. Und da gab es jetzt gerade erst wieder, gab es das nächste Jurassic Park Set. Deswegen dachte ich, es geht darum. Das wusste ich nicht. Das haben wir nicht. Okay. Da hast du nichts verpasst. Es gibt tatsächlich, die Kollaboration ist tatsächlich witzigerweise die Szene von Dennis Nedry und dem Dilophosaurus. Der Dilophosaurus wird dann, glaube ich, der Dilophocon und Dennis Nedry ist da nicht bei und sein Jeep wird stattdessen zu JP36, irgendwie sowas. Ist ein transformierbarer Jeep. Ja, genau. Okay. Ja, aber auch wieder neue Figuren. Vielleicht einfach mal, gut, ihr sammelt jetzt nicht wirklich Vintage, sage ich mal, vereinzelt vielleicht ein bisschen. Ja. Wie sieht es einfach von euch ein Fazit? Wie seht ihr das mit den Preisen? Ja, also ist das für euch was normal ist, weil Angebot und Nachfrage oder seid ihr da komplett von weg und sagt halt, das ist jenseits von Gut und Böse, die Leute haben den Verstand verloren, da könnte ich halt 3 Wochen in Urlaub für fahren, für so eine Figur etc. Oder sagt ihr, das ist vollkommen okay, weil das wird halt bezahlt. Wer mag. Ja, also ich mach's mal so rum. Es gibt eigentlich momentan, gibt es 2 Vintage-Toylines, die mir immer wieder mal in den Kopf kommen, wo ich viel überlege, vielleicht doch noch mal so ein C reinzuhalten, damit anzufangen. Ich werde es wahrscheinlich nicht tun, weil ich den Platz nicht habe, aber die reizen mich. Das eine sind die Dino Riders und das andere Starcom. Beides saugeile Toylines. Hatte ich als Starcom zum Beispiel, war sowas, was ich als Kind zum Beispiel selber quasi nichts von hatte. Ich auch nicht. Aber das Nachbarskind hatte ich schon. Und wir fanden es ultra geil mit dem Magneten. Das war das, was mit Features, die du sonst halt nicht kanntest, mit Magneten, ja, mit Elektronik und so. Ja, voll geil. Extrem geiles Spielzeug. So. Ja. Da schrecken mich aber momentan, muss ich sagen, der Preis schreckt mich gar nicht mal. Vielleicht auch, weil ich die finanziellen Mittel unter Umständen halt hätte, wobei ich dann müsste ich mit Transformers und allem anderen wahrscheinlich ein bisschen kürzer treten. Was mich dabei schreckt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass bei den meisten Vintage-Lines, gerade bei denen, die so eine gewisse Mainstream Bekanntheit bekommen haben, also vorrangig Masters, Mask mit Abstrichen, ganz viel Lego auch, alte Lego-Sachen, dass die Preise locker 10-30% zu hoch sind, weil da Leute mit drin rumwühlen, die keine Leidenschaft für die Toyline und die Vintage-Gedanken haben, sondern die Invest suchen, die Investment machen wollten und da einfach mal drin rumwühlen und dem Markt im Prinzip was wegkaufen, was dann wiederum teurer anbietet. Ich will gar nicht von Scalpertum sprechen. Ich finde, das ist ein Begriff, der ist hart überbenutzt irgendwie, sondern da ist jemand, der hat eine Investmentchance gesehen dadurch sind die Preise so künstlich erhöht. Wo ich mir wiederum sage, das ist eigentlich nicht das, was der Markt tatsächlich bereit wäre, dafür zu bezahlen. Es ist nur irgendwann dann, wenn halt das Angebot so dünne ist, dass du halt sagst, okay, entweder muss ich drauf verzichten oder ich muss den Preis zahlen, dass es halt immer wieder jemanden gibt, der sagt, ich will nicht drauf verzichten. Weil mit Verzicht tun wir uns ja alle leider sehr, sehr schwer. Also ich wäre durchaus bereit, gewisse Preise zu bezahlen, auch hohe Preise zu bezahlen für gut erhaltene Vintage-Toys, wenn ich dann Spaß damit habe. Aber ich habe das Gefühl, sie sind künstlich erhöht und da hört meine Bereitschaft dann irgendwo auf. Es gibt ja auch die Leute, was man dazu sagen muss, die halt auch stumpf einfach wirklich den Standpunkt vertreten, hast du das Geld nicht, mach das Hobby nicht. Wo ich denke, finde ich irgendwie hart anmaßend, die Aussage. Weil es ist ja das eigene Problem von den Leuten, ob die das machen oder nicht. Und entweder müssen sie halt sparen oder keine Ahnung. Die müssen halt eben auf eine günstigere Linie gehen
Aber diese Meinungskundtuung, ja, wenn du das Geld nicht hast, dann bleib doch aus dem Hobby weg. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Nee, ja, aber ich denke, das ist wirklich so, das sind so mehrere Probleme, die da zusammenkommen, wenn es um diese Preisfindung geht. Ne, zum einen, es gibt halt einfach in unserem Alter viele Leute, die haben einfach das Geld, denen tut das nicht weiter weh, 400-500 Euro für irgendein Vintage-Toy auszugeben. Aber auch was Dan sagt, dass die Preise eben künstlich auch nach oben gebracht werden, muss man vielleicht auch sagen, Stück weit von diesen ganzen Vintage-Toy-Shops, die es mittlerweile gibt, die natürlich auch sehen, wo kriegen sie ihre Sachen her, und die dann vielleicht auch gucken, wenn mal was halbwegs günstig zum Sofortkauf vielleicht angeboten wird, das wird dann weggekauft und wird das eben im eigenen Shop angeboten zum höheren Preis dann natürlich wieder. Gibt's auch, ja. Das ist so, das, ja, und dann vielleicht auch mit Steuer und allem, was dazugehört, wenn du es richtig machst, ne? Ja, da würde ich auch absolut unterschreiben, dass diese Preise, die man bei eBay und Co. sieht, nicht so wirklich den Wert in Anführungsstrichen widerspiegeln, den die Leute wirklich bereit sind, dafür zu zahlen. Also man sieht das auch immer wieder, dass dann, die werden immer wieder eingestellt und wieder eingestellt, und irgendwann kauft es dann vielleicht mal einer, oder es wird dann irgendwann eben reduziert. Dann auch. Man sieht ja auch viele von den Beispielen, die Frank gezeigt hat, er hatte ja noch mehr, hat er mir vorhin schon ein paar Beispiele gezeigt, da ist dann immer ein Bieter genau drauf. Und dann sieht man also, einer war bereit, diesen Preis auszugeben, was eben nicht heißt, dass das wirklich der Wert ist. Das kann man wirklich eigentlich nur sehen, wenn man mehrere Auktionen dieses Artikels hat, wo dann auch mehrere Leute drauf geboten haben. Und dann ist es aber anscheinend auch nicht mehr so selten, dass dann überhaupt ein sehr hoher Preis entstehen kann. Ja, wobei man muss auch tatsächlich sagen, ganz oft wird die Figur, finde ich ehrlich gesagt, um mal auf Mattel Creations und so weiter zu sprechen zu kommen, auch künstlich verexklusivitiert. Um ja, das Wort mal, um das Wort mal zu kreieren. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, ganz viele Sunman-Geschichten, wie jetzt Duplico. Ne, das sagtest du, Stefan, am Anfang, von wegen, dass du halt abgesprungen bist aufgrund einer dieser Punkte. Ein anderer Frank. Punkt für ganz viele. Frank. Bei mir waren es generell die Sunman, die ich finde, Frank. Die haben da nichts zu suchen. Genau, habe ich falsch erinnert, ja, Frank. Ganz viele Leute sind halt entsprechend dann auch von diesem Full-Set-Gedanken halt weggegangen, einfach nur, weil sie denn gewisse Figuren nicht bekommen haben. Was auf der einen Art und Weise irgendwie traurig ist natürlich, weil die Leute gesagt haben, so, jetzt gibt es die Origins, ich kriege in einer neuen Figurengeneration die alten Designs, aber jetzt fehlt eine Figur. Das ist eigentlich total traurig, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ist es schon irgendwie so ein bisschen bitter zu sagen, so, ich habe jetzt die ganzen Figuren in Mock an der Wand und weil eine fehlt, habe ich so keinen Spaß mehr daran. Ne? Mhm. Ist ein schwieriges Gespräch, kann man auch wesentlich weiter ausstretchen, sag ich mal so. Aber der Spaß daran geht ganz oft tatsächlich weg wegen dieser Exklusivität, weil dann zum Beispiel ein Duplico unbedingt auf exklusiv gesetzt wird und weil man da nicht mehr rankommt. So, wo man die Möglichkeit eigentlich hat, das Ganze sowieso für alle vernünftig zu vertreiben. Dass sich dann Mattel Creations noch selber am Bein stellt und dann der Versand nicht vernünftig läuft, ist noch wieder eine ganz andere Geschichte. Oh je. Aber das ist natürlich jetzt nochmal eine andere Geschichte. Das hat ja nicht so Duplico sehr mit den Vintage-Sachen was. Ganz kurz, das ist ja dann wirklich schon wieder super Beispiel. Duplico ist ein super Beispiel. Jede Sunman-Figur hängt bis ins Ende aller Tage für 12 Euro im Rossmann und der Duplico wird für 80 Euro gekauft, einfach nur, weil er künstlich rar gemacht wurde. Ja, einfach so. Ist so durchschaubar. Es ist so durchschaubar eigentlich. Ja. Ist es. Oder weil er blond ist. Oder weil er blond ist. Oh, okay. Jetzt kommen die Schwurbler hier mit rein. Das ist bestimmt. Man weiß es nicht. Das ist eine Figur, die ist so abgeleitet vom Konzept des Supermenschen. So ist es nämlich. Ja, ich habe halt auch wirklich aufgehört mit den Origins. Also ich habe angefangen, weil ich halt genau das, was der Tim gesagt hat, ja, meine Kindheitsfiguren neu aufgelegt, auf einer Vintage angelegten Karte etc. Ich muss keine Hunderte von Euro für ausgeben, sondern für 15 Euro kriege ich so eine Figur. Ja. Im Rossmann. Im Rossmann zum Beispiel. Die gab es ja auch bei, wo gab's die denn noch? In welchen Läden gab es die denn noch am Anfang? Nicht nur Rossmann, sondern auch in dem Laden, wo ich gedacht habe, genau, beim Real, nee, beim Real gab es da auch mal, ja. Das Smith Toys auch. Bei Real gab es die auch, ja. Genau, richtig, ja. Es gab die quasi überall, beziehungsweise es gab die in allen Rossmann, wo ich nicht war. Das war bei mir aber dasselbe. Wenn ich in den Gruppen gelesen habe, hier, die in die Figur gibt's und dann fahren die Leute 15 Rossmann-Filialen ab,
bin ich halt bei mir im Ort in eine gefahren, habe sie nicht gefunden und dann hat es mir gereicht. Das, ja, ist aber also auch wieder, das ist aber auch wieder, was du gerade sagst. So, dann fahren die Leute mit 15 Regalen. Das ist genauso wie mit den Vorbestellergeschichten. Arbeiten die nicht? Haben die Leute nur Langeweile? Wie können die denn einfach mal eben so den ganzen Tag 15 Filialen abfahren? Samstag. Ja. Genau, da wird sich am Samstag extra die Zeit freigehalten. Mhm. Und dann hast du mit dem ganzen Sprit, den du verfahren hast, hat dann die Figur doch 50 Euro gekostet. Ja, ja, wahrscheinlich. Und dann kaufst du dir ja zwei, wenn ich jetzt ganz böse sage, um eine teuer zu verkaufen, um das Geld wieder reinzuholen. Aber ja, das habe ich nicht gesagt. Ja. Und dann kommen wir wirklich zu den Scalpern langsam. Ja, und das ist dann auch so, wo man dann langsam dann sagen muss, wo denn Windhit auch in Richtung toxisch geht, ne? Also, und meines Wissens nach schreibt man Windhit nicht T-O-X-I-C. Aber okay. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Ja. Ja, man muss halt wirklich aufpassen, dass man sich das Hobby nicht madig machen lässt durch solche äußeren Umstände. Also ich glaube, ja, wenn man wirklich in sich reinhorcht und sagt, okay, langsam macht mir dieses Hobby mehr Stress, als dass es mir Spaß bereitet, dann sollte man vielleicht wirklich überlegen, dann eben einfach aufzuhören. Wenn man das nicht schafft, eher die schönen Seiten zu sehen, sondern eben in diesen Schattenseiten so ein bisschen festhängt, ja, dann ist es vielleicht dann nicht mehr das Richtige. Da muss man sich vielleicht auch mal ein neues Hobby. Man muss ja nicht krampfhaft an so einem Hobby festhalten. Es soll einem ja Spaß machen, wenn man sieht, okay, die Stressfaktoren überwiegen, dann lerne ich vielleicht angeln. Ja, so nach dem Motto, ne? Ich muss aber auch gerade mal kurz auf einen Kommentar ein, der glaube ich ein bisschen schwierig ist. Da habe ich jetzt auch gerade schon im Chat was geschrieben. Kalito sagt, Duplico braucht kein Mensch, der Typ hat keine Legacy. Das finde ich eine schwierige Aussage. Der Charakter und effektiv, was an Sunman hängt, hat definitiv eine Legacy. Also hat mich Dennis zum Beispiel ein bisschen mit aufgeschlaut. Ne? Dennis, magst du das mal kurz nochmal erzählen? Du kriegst das besser über die Lippen. Aber ganz, ganz, ganz kurz, gab es, also wie gesagt, bei Sunman bin ich jetzt nicht ganz so im Thema, aber gab es den Duplico früher oder gab es nur einen Prototyp? Den gab es wirklich? Ich bin der Meinung, es gab den. Okay. Ich glaube auch, dass es den wirklich gab. Also diese ganze Sunman-Reihe ist ja, wenn ich so wie ich das mitgeschnitten habe, entstanden so ein bisschen als Herzensprojekt von irgendeiner farbigen Mama, glaube ich, ne, die das gemeinsam mit irgendwelchen Leuten dann gemacht hat, weil ihre Kinder zwar die He-Man-Figuren cool fanden, aber sich da drin halt irgendwie nicht wiedergefunden haben, weil keine Figur so aussah wie sie. Richtig. Und dann haben die halt die Sunman und die Rulers of the Sun so ein bisschen als Gegenpol, als schwarze Alternative dazu ausgesetzt, also damals schon in den Spät-80er und Früh-90ern. Mhm. Und das finde ich eigentlich schon eine sehr ehrenwerte Geschichte. Und auch die Tatsache, dass Mattel das dann nicht versucht hat, Platz zu machen, sondern quasi dann sich das, denen das abgekauft hat und das jetzt integriert in die Motu-Reihe. Ich finde das nicht uncool. Ich finde das okay. Ja. Ich finde es okay. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie es als eigene Linie gebracht hätten. Aber ja, ich hätte es auch, die Frage ist, als eigene Linie hätte es wahrscheinlich überhaupt kein Massenpublikum erreicht, richtig, so ungefähr. Ne? So haben sie halt versucht, quasi das Ganze dann in die populäre Motu-Linie mit reinzupacken und dann ist gut. Mhm. Aber Clamp-Champ war doch blacky genug. Ja, Clamp-Champ kam aber auch irgendwie. Aber der kam später. Ne? Mhm. Kam ganz zum Schluss. Ja, genau. Ja, und das war halt auch also, was. Ja. So nur heißen, es gibt eine Geschichte zu den Sunmen, die ist halt nur den meisten Motu-Sammlern herzlich egal, weil sie mit der Motu-Vintage-Line, mit der wir groß geworden sind, schlicht und ergreifend nichts zu tun hat. Das heißt, für uns, für unsere eigene Erinnerung, hat es keine Legacy. Das mag schon. Genau. Gab es halt auch in Deutschland nicht. Das wollte ich halt gerade sagen. Das war auch noch ein Grund, wieso ich halt mit den Origins mehr oder weniger aufgehört habe. Ja, weil ich gemerkt habe, auch die Figuren, die es damals gab, die als Origins aufgelegt wurden jetzt, die toll sind, die teilweise fast 1:1 umgesetzt worden sind, nur mit neuen Gelenken halt. Ja. Ja. Das ist halt trotzdem halt nicht meine Figuren meiner Kindheit sind. Das habe ich halt dann gemerkt. Ja, es sind halt einfach nicht die Figuren, die ich von früher kenne, auch wenn sie fast 1:1, wie gesagt, neu gemacht worden sind. Aber trotzdem habe ich halt einfach diese Nostalgie, diese Beziehung nicht zu diesen Origins gehabt. Und dann kam es halt dazu mit den Creations Exclusives, mit Figuren, die es damals nicht gab, etc. Die vielleicht damals nur als Prototyp oder als Konzept waren. Dann wurden die Masters eingestellt und diese Figuren kamen dann nicht mehr. Die kommen jetzt raus, finde ich auch toll, wie so ein weißer Ninja, ja, der dieser Slamurai oder wie er heißt, der halt damals schon angedacht war. Der Name ist witzig, genau. Ich finde die Figur auch cool, aber auch den werde ich mir nicht holen, weil ich halt einfach keine Verbindung zu dem habe und Ich habe dazu auch keine Verbindung, weißt du, ich verstehe deinen Punkt auch hundertprozentig. Also ich glaube, das ist
Das Ding ist bloß, ich habe mit so einer Argumentation, die so absolut ausgelegt ist, habe ich so ein leichtes Problem. Ne? Also dieses, ja. Das hat keine Legacy. Punkt. Only Sith deal in absolutes. Only is an absolute. Did I fucking stutter? Also ich finde, hier World of Nerd hat es gerade nochmal schön gesagt, jedes Hobby muss von Herzen kommen. Und das ist es auch, glaube ich, bei diesen Leuten, die eben Vintage-Figuren sammeln. Also Tim meinte ja auch vorhin, er stellt sich auch mal eine schöne neue Figur ins Regal, zu der er gar keinen Bezug hat, einfach weil sie toll gemacht ist. Ja. Aber da muss man sagen, das trifft ja auf diese auf Vintage gemachten Figuren eher nicht zu. Die sind einfach gemacht, die haben grelle Farben, die sehen nicht wirklich, das ist jetzt nichts, was das Auge anspricht, wenn das Herz nicht dabei ist. Und deswegen ist es auch, glaube ich, hat es vielen Fans das so ein bisschen verleidet, weil sie lauter Figuren auf einmal in der Line hatten, mit denen sie vom Herzen gar nichts anfangen konnten. Wo man liest, okay, das soll jetzt irgendwie Masters sein, aber wo das Herz sagt, den kenne ich nicht, ich habe gar keinen Bezug zu dem, stelle ich mir den jetzt auch noch ins Regal, ich habe sowieso kaum noch Platz oder ich bekomme die Figur gar nicht regulär und was dann wirklich so ein bisschen das den Leuten madig gemacht hat, was halt schade ist. Also ich lasse dann die Figuren halt einfach aus und sage, also für mich, ich brauche ihn nicht, ich freue mich für jeden, der sich über die Figur freut und dann ist es gut. Ja, genau. Genau so soll es auch sein. Genau so. Mhm. Das ist halt auch der Unterschied zwischen diesem gesunden, ich freue mich für alle, die sich das zulegen, und dann zwischen diesen Extremen, ich hole mir das halt, was wir eben schon vorher sagten, 3-4 Mal, keine Ahnung, und schmeiß davon 2 entsprechend dann auf den Markt, hänge mir einen irgendwie hin und einen packe ich dann irgendwie aus. So, ne? Das ist so unnötig auch inflationieren, muss man dazu auch sagen. Ja, ne? Korrekt. Also muss man jetzt auch so überlegen, wo ist da noch so ein bisschen die Liebe? Where is the love? Genau. Also jeder, also ich bin auch, das ist halt also fast schon ein gutes Schlusswort, weil wir sind bald bei den 2 Stunden. Jeder sollte das machen, was oder wie der Stefan schon gesagt hat, jedes Hobby muss von ganzem Herzen kommen, wie World of Nerd gesagt hat. Solange man Spaß daran hat, soll man sammeln, was man will. Ja. Ja, und wenn man keinen Spaß mehr damit hat, dann ja, hört man halt damit auf oder was auch immer. Ja, oder tatsächlich ein Konzept, was ich jetzt tatsächlich die letzten Monate merke, was bei mir so ein bisschen Einzug gehalten hat, tatsächlich was von Dennis ursprünglich kam. Ne? Ich habe halt viele Sachen tatsächlich sehr lange behalten. Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, so ganz viele Sachen, so die gucke ich nicht mehr großartig an. Und das ist irgendwo ein bisschen schade. Und ich habe echt eine ganze Menge gehen lassen, tatsächlich. Auch von meinen Third-Party-Transformers habe ich jetzt noch ganz wenige hier stehen, die ich tatsächlich halt verkaufe. Okay. So war ich jetzt und auch mit den Mondos. Die haben mir halt in dem Sinne so keinen Spaß mehr gemacht, wie sie waren. Mhm. Die waren zu teuer für das, was sie geboten haben. Da waren zu viele Fehler bei für den entsprechenden Preis. Sahen die klasse aus? Ja. Aber ich habe keinen Bock, mich da dann großartig, ehrlich gesagt, in Argumente zu verfangen, wo es dann heißt, ja, das sind halt so und so welche Figuren, die müssen das halt auch nicht. Das sind halt Sammlerobjekte. Hot Toys sind auch Sammlerobjekte. Die kann man aber vernünftig bewegen so, haben auch ihre eigenen Fehler, aber das ist ein anderes Problem. Aber einfach dieses Ding, was Dennis immer sagt, so, das ist auch okay, wenn man das nur einen gewissen Weg sozusagen begleitet. Man hat dann eine Weile damit Spaß, das fand man auch eine Weile cool und dann merkt man halt so, ist auch wohl scheinbar nichts für die Ewigkeit. Dann holt man sich das halt auch wieder. Und ich bin dann auch so ein Typ, wenn ich denn das verkaufe, ich möchte nur nach Möglichkeit meinen Invest rankriegen. Aber wenn ihr mich irgendwie auf Ebay oder in irgendwelchen Gruppen seht und ich verkaufe da auch mal irgendwas oder halt auch Dennis, wir sind da grundsätzlich schon dann so Leute, wir holen unseren Invest wieder rein. Großartig scalpen tun wir da nicht. Also Privatverkäufe, ne? Collector's Bay, wieder eine andere Sache. Ja, ja. Ich würde dann ein Schlusswort fragen, würde ich gerne noch um einen Nebensatz ergänzen. Jeder soll sammeln, was ihm Spaß macht und was vom Herzen kommt, bin ich 100% dabei. Was mir aber ganz wichtig ist und was mir in vielen Communities, zumindest stellenweise immer wieder fehlt, ist, sammeln, was man mag, ist aber zeitgleich anderen dabei nicht unnötig schwer machen. Das ist das, was viele so ein bisschen außen vor lassen. Da sind sich immer noch zu viele Leute, sind sich da selbst der Nächste. Und ich glaube, da könnte man auch ein bisschen fairer miteinander umgehen. Wenn ich bei Mattel Creations eine Figur 3 Stück kaufen kann und 3 Stück kaufe und die 2, die ich zu viel gekauft habe, den anderen nicht mehr zum Normalpreis bestellen konnte, dann für 20 Euro mehr schon anbiete, bevor die überhaupt bei mir ist, da ist irgendwo meines Erachtens das ist von der Polung her ein Fehler drin. Das sollte dann, ich meine, es ist, wenn man über alles guckt, eine sehr kleine Community, denke ich mal, ja. In sich schon. Und da sollte man zusammenhalten und wir können auch über das Thema, wahrscheinlich dann über das Thema Neid auch noch eine ganze Folge drehen, wahrscheinlich, was teilweise auch in Communities, in Gruppen und so weiter abgeht, was eigentlich gar nicht
Ja, was das Hobby halt schon ein bisschen Was ist jetzt los? Da steht, Entschuldigung, dass ich gerade so ausflippe, aber da steht der Devil Savior Troublemaker. Das ist ein Combiner aus 8 Figuren. Die Katze hat gerade angefangen, sich zu reiben. Und ich habe schon gesehen, wie er den Stage Dive macht. Alles gut. Alles gut. Ja, aber wie gesagt, was ich sagen wollte, also wie Thema Neid, Missgunst etc. ist ja auch dadurch, glaube ich, durch Corona, wie gesagt, die Leute das Geld hatten und wie viele neue, das hat auch, glaube ich, eben auch schon gesagt, wie viele neue Sammler in den Markt gekommen sind, die halt das Geld dann einfach dafür ausgegeben haben, ob sie jetzt wirklich Sammler sind oder nicht, oder ob sie einfach nur eine Wertanlage sich holen wollten. Ja. Da kann man auch ein ganzes Video drüber drehen halt, ja, was da die letzten Jahre halt abgegangen ist. Ja. Gut, nochmal ganz zum Schluss. Ich würde gerne nochmal eure Seite nochmal kurz einblenden. Da gibt es, wie gesagt, nochmal kurz Werbung für den Marshall machen, damit ihr auch ein paar Vorbestellungen mehr bekommt. Ja. Ich werde auf jeden Fall eine Bestellung platzieren. Ich werde 2 Stück bestellen, weil ich finde diese Figur so mega und ich freue mich so dermaßen drauf. Ja, und Leute, wie gesagt, wenn ihr Interesse an Bravestar und so weiter habt, dann guckt ihn euch mal an. Geht auf thecollectorsbay.de. Und schaut euch mal an, was es noch so gibt. Und ganz wichtig, wenn ich kurz was sagen darf, youtube.com, The Collector's Bay, gibt es auch. Da bringen wir Updates zu unserem Shop, auch irgendwelche, teilweise auch so ein bisschen Streams, falls irgendwelche Fragen sind zu irgendwelchen, genau der, dann habe ich ja vorgegriffen, Verzeihung. Alles gut. mach nur weiter, machst du gut. Okay, dann seht ihr Streams und auch so ein bisschen Infogeschichten zu unseren Sachen. Wir bringen teilweise in Stockticker, das ist schon eine Weile nicht passiert, aber einfach, weil sich das Ganze ein bisschen bei uns geschiftet hat, wieder arbeiten und so weiter. Und alle 2 Wochen Voice of Kaon, unser Podcast, vorher rein Transformers mittlerweile über alles, was Figuren angeht. Wir haben da unser komplettes News-Segment einmal ausgebreitet auf die Sendung. Ihr seid übrigens herzlich eingeladen, wenn ihr mal mitmachen wollt. Absolut. Unabgestimmterweise schmeiße ich das sehr gerne so in den Raum. Und was ich auch nochmal gerade die Frage kam, ganz, ganz wichtig zum Shop, auch den Great White nicht vergessen. Die Neuinterpretation vom Shark. Das Fahrzeug. Naja, was heißt der neu? Die erste. Baker. Gab's ja nie. Die erste Interpretation. Das erste Mal, dass überhaupt der Shark rauskommt. Freue ich mich mega drauf. Den Shark gab's ja nicht. Kurz noch, weil der Military Tension oder der oder die Military Tension gerade fragt im Chat, wann kommt der Maverick? Das hatten wir vorhin, da warst du wahrscheinlich noch nicht dabei. Der Ramtoy Maverick ist auf Eis gelegt. Da gibt es momentan Gespräche mit Paramount, wie auch immer die aussehen. Aber da ist jetzt in naher Zukunft erstmal nichts zu erwarten. Ich persönlich rechne noch nicht damit, dass der überhaupt noch kommt. Aber da wird es jetzt in naher Zukunft kein Release-Datum geben. Okay. Das ist so. Okay. Aber wenn, dann seht ihr das auch tatsächlich bei uns. Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, dann schaut auf der Seite vorbei. Ansonsten, ich blende nochmal die E-Mail-Adresse ein. Ihr könnt auch alle mir schreiben. Ich leite das auch gerne weiter, stelle auch gerne den Kontakt her. Aber wie gesagt, ihr könnt auch jederzeit auf thecollectorsbay.de gehen, auch auf die YouTube-Kanäle von euch, ja, da nochmal vorbeigucken. Werde ich auch auf jeden Fall nochmal machen. Ich werde mir das ein oder andere Review nochmal angucken. Ja, auch von dem Thunderhawk, muss ich wieder sagen. Ich kriege den Namen nicht zusammen. Gullwing. Ich werde es mir nicht behalten. Das englische Wort für Flügeltür, Frank. Gullwing. Ja, aber ach, das ist einfach der Thunderhawk. Nochmal ganz kurz, ich komme jetzt zum Schluss. Ist der von den Maßen her vielleicht nochmal, ist das eigentlich ein 1:1 wie die Mask, wie das Mars-Fahrzeug damals, oder ist der größer oder kleiner oder? Der ist tatsächlich, weil er realistische Fahrzeugprototyp, der Original Thunderhawk ist ja so ein bisschen smuscht, der ist ja so ein bisschen gestaucht, weil die Reifen auch im Verhältnis zu groß sind. Der hat halt die Original Fahrzeugproportion, deswegen ist der länger und breiter. Die Figuren sind aber quasi gleich groß. Also ist mehr oder minder in Scale. Die sind ja in sich alle nicht so super realistisch. Also es gibt Fahrzeuge, mit denen sieht es spitze aus, es gibt andere Fahrzeuge, mit denen sieht es ein bisschen verkehrt aus. Aber es ist schon mehr oder minder der Originalmaßstab, den sie damals auch schon hatten. Okay, cool. Und der ist auch noch bei euch vorrätig, ein paar. Ja, ich glaube noch 6 oder 7 Stück oder so haben wir noch, dann ist Ende Gelände. Also wobei, schnell sein. Also aber Leute, ihr könnt ja bei uns auch, ne, ihr könnt ja bei uns auf Vorkasse bestellen. Das heißt nicht, dass ihr auf Rechnung bestellen. Das heißt nicht, dass ihr erst Ware bekommt und später zahlt. Das können wir uns schlicht nicht erlauben. Aber ihr könnt jetzt eine Pre-Order raushauen, auch für etwas, was schon einen Preis hat, kriegt aber die Rechnung erst, wenn das Ding tatsächlich kommt.
Und das haben bei Red Guiding haben das ganz viele gemacht. Es kann durchaus sein, dass irgendjemand, wenn dir in die Rechnung kommt, dann sagt so, jetzt passt es gerade doch nicht, dass dann nochmal was frei wird. Ne? Also von daher noch keine Panik. Und auch über, es gibt noch TF Robots in Holland, der hat das Ding noch. Und ich glaube, bei Rabentoy selber kann man es auch noch bestellen. Also wenn ihr das Ding haben wollt, kommt ihr da definitiv dran. Genau. Und ganz wichtig, der ist halt noch nicht vorrätig, der ist zur Vorbestellung. Der wird Ende Juni, fängt er jetzt an, ausgeliefert zu werden. Der kommt dann wahrscheinlich Mitte bis Ende Juli denn tatsächlich effektiv bei uns an. Gut, kommt ja ganz aus China. Was sagst du? Ach, man kommt ja ganz aus China, das gute Stück. Ne? So ist es. Okay, Frage noch in die Runde von Jana. Was war euer Lieblingseis, 80er-Jahre-Frage, was war euer Lieblingseis in den 80ern? Ich kann das ganz klar beantworten. Ich auch. Flutschfinge. Ed von Schleck. Mach du? Cheesy. Buttermilk Fresh. Buttermilk Fresh. Oh ja, das gibt es ja bis heute. Ne? Auch geil. Ja. Schmeckt aber nicht mehr ganz Ed von Schleck ist auch geil. Ed von Schleck ist auch geil. Das gibt es heute auch nicht mehr, glaube ich. Es gibt tatsächlich von Landliebe ein Eis, das ein ganzer Pott schmeckt genau wie Buttermilk Fresh. Oh, da muss ich mal gucken. Das muss ich. Buttermilk Fresh war für mich immer so ein alter Oma-Eis. Ach ja. Okay, gut. Ja. Dann mit der Eisanekdote beenden wir das Ganze hier. Ich danke euch vielmals, dass ihr hier beim Livestream dabei wart. Hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön für die Einladung. Und wie gesagt, aufs Angebot komme ich gerne oder kommen wir wahrscheinlich, ich spreche mal für den Stefan und für mich, gerne drauf zurück, dass wir auch gerne mal bei euch sind. Gerne. Und da vielleicht auch mal das eine oder andere Neue kennenlernen. Ja. Bedanke mich bei den Zuschauern hier, auch für die tollen Kommentare, für das Mitmachen im Stream. Ja, der Stream wird danach auch auf meinem Kanal abrufbar sein, also kann man im Nachhinein nochmal anschauen. Und ja, abschließende Worte von euch oder möchtet ihr noch was loswerden? Bleib brav. Ich habe noch 200 Euro loszuwerden. Was bietet ihr mir an? Ja. Alles klar. Gut. Alles dann cool. Vielen Dank, dass du da sein durftest. Hat viel Spaß gemacht. Ja, gerne. Dankeschön. Ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.